Während die letzten Leute eintrudeln, würde ich langsam anfangen mit der Eröffnung der Krakauer Konferenz. Und ich hoffe, ihr und sie könnt mich gut sehen. Ich habe sonst noch eine Kiste vorbereitet unter dem Rednerpult. Ich könnte also höher stehen, aber ich glaube, es geht auch so. Mein Name ist Almut Poppinger und ich begrüße Sie auch im Namen von Axel Honneth, Sidonia Blättler und Felix Trautmann ganz herzlich zur internationalen Siegfried-Krakauer Konferenz. Sowohl das digital zugeschaltete Publikum, denn diese Veranstaltung ist hybrid. Die kommenden 3 Tage finden sowohl in Präsenz mit reduziertem Publikum statt, als auch digital. Und begrüße aber natürlich auch ganz herzlich alle TeilnehmerInnen, die hier versammelt sind im Festsaal des Studierendenhauses. Für ein Grußwort übergebe ich jetzt an Stefan Lessenich und freue mich, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich ebenso sehr, dass Sie alle da sind. Wir haben gerade kommentiert, eine völlig ungewohnte Situation nach wie vor, hier gemeinsam im Raum zu sein. Umso mehr freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen im Namen des Instituts für Sozialforschung hier in Frankfurt. Von nah oder von fern sind Sie gleichermaßen herzlich willkommen. Die große Siegfried-Krakauer-Konferenz. Mir persönlich war Siegfried-Krakauer lange Zeit nur über seine Angestelltenstudie von 1929-30 ein Begriff. Und dann muss man sofort einschränkend sagen, nur, ja, und Studie trifft die Sache auch nicht. Schon dieses Buch, entstanden, wie Sie wissen, aus einer Reihe von Feuilleton-Beiträgen in der Frankfurter Zeitung in diesen beiden Jahren, schon dieses Buch, Die Angestellten, ist eine wirklich ganz besondere Mischung aus Sozialstrukturanalyse und Kultursoziologie, aus qualitativer, empirischer Sozialforschung und politischem Feuilleton, aus mikrologischer Beobachtungsgabe und makrologischer Zeitdiagnostik. Selten genug, dass so etwas, und zwar zu gleichen Teilen und man kann auch sagen, ja, in gleicher Qualität und gleicher Tragweite auch über die Zeit hinaus zusammenkommt. Ein kleines, großes Kunstwerk meines Erachtens, das sich gerade in diesem hier nur angedeuteten Facettenreichtum auch einfügt in das beeindruckende, überreiche, kaum überschaubare Gesamtkunstwerk der krakauerischen, und dann weiß ich gar nicht, was man sagen sollte, der krakauerischen, wie würde man dieses Werk inhaltlich, paradigmatisch beschreiben? Ich werde es nicht tun, ich werde mich einer Etikettierung enthalten, kann das schon deswegen tun, weil ich hier nur das Grußwort sprechen soll. Ich kann es also Almut Poppinger überlassen, in ihrem Einführungsbeitrag das zu leisten. Ich habe aber gesagt, ich wollte ihr nicht zu viel auf die Schultern laden, deswegen streiche ich diesen letzten Halbsatz. Aber genau das wird ja auch ein Thema und womöglich auch ein Ergebnis dieser Tagung sein, diese Vielfalt auch zur Geltung kommen zu lassen und ihrem Zusammenwirken dann auch in den Blick nehmen zu können. Die große Krakauer Konferenz, die jetzt hier und heute beginnt, war mir schon vor meinem Amtsantritt ein Begriff. Mein Amtsantritt ist zum 1. Juli erfolgt und ich war in den Monaten vorher schon eingebunden in organisationale Prozesse des Instituts. Und die große Krakauer Konferenz, so habe ich sie dann so kennengelernt als Projekt, war jetzt sehr lange Zeit, muss man sagen, seit Jahren eine Konferenz im Werden, eine Konferenz im Futur, im Potentialis und zwischendurch auch, hatte ich so ein bisschen Eindruck, im Irrealis. Und dass sie jetzt Realität geworden ist, dass sie hier und heute stattfindet, wir uns hier im Geiste Krakaus treffen können, ist ganz hervorragend. Und dass es tatsächlich so weit ist, dass jetzt die Krakauer Konferenz tatsächlich ist und dass sie gewesen sein wird nach diesen Tagen, ist etwas, was mich stolz macht. Und das kann ich sagen, obwohl ich mich ins gemachte Nest dieser Konferenz gesetzt habe als Institutsdirektor. Diese Konferenz war vollständig vorbereitet, ist zweimal verschoben worden, stand immer wieder unter einem schlechten Stern, dessen Namen wir alle kennen, den ich nicht weiter erwähnen muss hier. Und ich bin wirklich stolz auf die intellektuelle, personelle, organisationale, logistische Leistung derer, die hinter dieser Konferenz
stecken, die also Kopf und Hand eingesetzt haben, über wirklich lange Zeit hinweg diese Konferenz zu bewerkstelligen, an der Idee festgehalten haben und natürlich ein ganz, ganz großer Dank auch an diejenigen, die auch als Referentinnen, Präsentatorinnen, Teilnehmerinnen aktiv an dieser Konferenzidee festgehalten haben, sodass sie heute tatsächlich auch realisiert werden kann. Wenn ich schon stolz bin in meiner Funktion als Direktor des Hauses, dann können umso stolzer sein und zu Recht mit gutem Grund diejenigen, die das Ganze hier gestemmt haben, über eine lange Zeit hinweg und die dem Gesamtkunstwerk Krakauers schaffen, meines Erachtens wirklich, wenn man sich das Programm ansieht, ebenfalls ein kleines Gesamtkunstwerk an Tagung gegenübergestellt haben. Das ist wirklich aller Ehrenwert. Ich will hier keine Namen nennen, also über die vier schon von Almut genannten, in deren Namen sie begrüßt hat. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, wer alles das hier ermöglicht hat. Ich könnte mich da nur vergreifen. Die Liste wäre zu kurz, unvollständig. Und deswegen möchte ich im Ganzen die Organisatorinnen, die auch nach außen als solche firmieren, hier für das Institut, aber alle Beteiligten wirklich möchte ich nochmal hier in diesem Raum auch würdigen, wertschätzen und Ihnen ganz herzlich danken für das, was Sie hier vorbereitet haben. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das nimmt jetzt schon den Schlussapplaus vorweg. Von meiner Seite bleibt nicht viel. Respektbekundung in dieser Sache, wie gerade eben getan. Dann herzlichen Dank an Sie alle im Namen des IFS, dass Sie hier sind. Meine Freude, meine unbändige Freude über eine Veranstaltung in Präsenz. Und es ist ja jetzt wirklich so, diese Tagung wird auch in Erinnerung bleiben, jetzt jenseits sozusagen des intellektuellen Austausches, wird in Erinnerung bleiben darüber, dass es heiß war. Man wird diese Tagung mit einer Atmosphäre, mit einem Ort, mit einem zusammen verbinden können, was in den letzten 2 Jahren praktisch nie der Fall gewesen ist. Da weiß man nur, ob man die Jalousien unten oder oben hatte im Zoom. Und nun ist tatsächlich hier Sommer und wir sind zusammen in Co-Präsenz. Meine Freude darüber und dann die besten Wünsche an alle, dass diese Tagung, was ich voraussehe, ein Erfolg werden möge. Ich wünsche Ihnen einen intensiven Austausch in den nächsten 48 Stunden, intellektuellen Austausch, persönlichen Austausch hier in Frankfurt, hier im Studierendenhaus, ganz in der Nähe des Instituts. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich, Stefan. Nicht so sehr für den Druck, der jetzt auf mir lastet mit den Eröffnungsworten, den ich dann aber nach den Eröffnungsworten auch an alle Teilnehmerinnen und Referentinnen der Konferenz zurückspiele, nämlich sich mit Krakauer zu beschäftigen. Durch seine Kombination von qualitativer Sozialforschung, kritischer Zeitdiagnose und skeptischer Geschichtsphilosophie hat Siegfried Krakauer wie kaum ein anderer das Projekt einer interdisziplinären Untersuchung des Strukturwandels des Kapitalismus auf den Weg gebracht. Sein Werk ist längst zu einem zentralen Bezugspunkt und theoretischem Fundament für eine Reihe von bedeutsamen Entwicklungen in den Sozial- und Geisteswissenschaften geworden. Es bildet nicht mehr nur einen wichtigen Gegenstand für theoriegeschichtliche Untersuchungen der kritischen Theorie, sondern hat weit darüber hinaus eine Vielzahl von Forschungsansätzen in der Soziologie, den Geschichtswissenschaften, den Kulturwissenschaften sowie der Film- und Medienanalyse angestoßen. Die Überlegung also, Krakauers Leben und Werk sowie seine zentrale Bedeutung für die kritische Theorie der Frankfurter Schule aus dem IFS heraus zu würdigen, liegen nahe und haben doch einen langen Weg genommen. Das Erscheinen des Briefwechsels zwischen Krakauer und Adorno, dieser Briefwechsel wurde von Wolfgang Schopf herausgegeben und ist 2008 erschienen, sowie die Geschichte dieser Freundschaft, an der Krakauer trotz zahlreicher Demütigungen zeitlebens festhielt, lieferten wohl die Impulse für Axel Honneth und das damalige Kollegium, um über eine erneute Auseinandersetzung im Sinne einer Wiedergutmachung an Krakauer nachzudenken und sich dem vielseitigen und unorthodoxen Werk Siegfried Krakauers zu widmen. Die Gründe für die von heute aus betrachtet erstaunlich späte und stark disziplinär gebundene Rezeption Krakauers sind vielfältiger Natur. Sie beginnen wohl, wenn auch nicht alleinig, mit dieser zwar verdeckten, aber doch unmissverständlich zum Ausdruck gebrachten Geringschätzung durch Adorno.
Erst durch die Veröffentlichung wichtiger Briefbände und biografischer Untersuchungen ist Krakauers Bedeutung für die frühe Generation der Frankfurter Schule allmählich zutage getreten. Die Rezeption in den Sozial- sowie in den Film- und Medienwissenschaften wiederum wiesen lange kaum Bezüge zu den genuin philosophischen Aspekten seines Denkens auf. Lange hielt sich das Bild von Krakauer als Filmkritiker und Feuilletonisten ohne systematische Ambitionen. Eine theoretisch breit interessierte Auseinandersetzung mit dem Werk Krakauers wurde so zunächst verhindert. Erst im Laufe der 1980er Jahre, nachdem das ihm gewidmete Sonderheft der Zeitschrift Text und Kritik neben einigen seiner noch unveröffentlichten Texte vor allem Beiträge zu Krakauers Leben und intellektuellem Wirken versammelte, nahm die Rezeption von und die Forschung zu Krakauers Schriften sowie die Erschließung ihrer Bedeutung stark zu. Innerhalb von 2 Jahrzehnten kam es, zunächst im deutschen Sprachraum, später auch weltweit, zu einem enormen Anstieg der Beiträge zu seinem Werk sowie zu einer schrittweisen Ausdifferenzierung der Forschung nach disziplinären Gesichtspunkten. Hinter dem Feuilletonisten trat allmählich der systematische Denker und damit einer der zentralen Wegbereiter der kritischen Theorie hervor. Um diesem Einstellungswandel Rechnung zu tragen und Krakauers Lebensleistung aus dem Außenseiterdasein der Institutsgeschichte zu befreien, veranstaltete das IFS 2013 im Rahmen der Reihe Frankfurt liest ein Buch, in diesem Jahr wurde Krakauers Roman Ginster ausgewählt, ein erstes eintägiges Krakauer Symposium. Unter dem Titel Signaturen der Zeit zum Werk Siegfried Krakauers wurden seine zeitdiagnostischen und zeitkritischen Analysen sowie ihr Einfluss auf den heutigen Zugang zur gesellschaftlichen Wirklichkeit mit Beteiligung von Inka Mülder-Bach, die als Herausgeberin der neuen Werksausgabe eine breite und neue Rezeption angestoßen hatte, sowie Vinzenz Hediger und Axel Honneth diskutiert. Im Anschluss an dieses Symposium entstand schließlich die Idee für eine große internationale Konferenz. Ursprünglich für 2015 auf dem Programm mussten die Planungen aus vielfältigen Gründen Jahr für Jahr verschoben werden. Aus dem Blick hingegen gerieten sie nicht. Und so nahm die Umsetzung auf die neuerliche Initiative von Axel Honneth 2018 wieder an Fahrt auf und es entstand ein Programm, dessen Kern Krakauers thematisch weit auseinanderliegenden Studien zur zeitgenössischen Massenkultur, zur Ästhetik und Filmtheorie, zur Soziologie und ihrer Methodologie sowie zur Geschichtswissenschaften bildet. Aufgrund der Disparatheit dieser thematischen Schwerpunkte erscheint es zunächst kaum möglich, so etwas wie den einen konstitutiven Gedanken oder den einen theoretischen Mittelpunkt im Werk von Siegfried Krakauer ausfindig zu machen. Vielfach bleiben seine Texte tentativ, wählen die kleine oder die fragmentarische Form. Doch vielleicht lässt sich sagen, dass Krakauer in all seinen Beiträgen zu den verschiedenen Themenblöcken die systematische Absicht verfolgt hat, im jeweiligen Objektbereich die besondere Ausdrucksgestalt einer nur halbierten und auf die Naturbeherrschung reduzierten Vernunft zu entziffern. Und somit besäßen also seine verstreuten, weit auseinanderliegenden Schriften ein verbindendes Motiv darin, in der zeitgenössischen Massenkultur, Kunst und Gesellschaft die Zeugnisse einer durch den Kapitalismus vereinseitigten Rationalität zu entdecken. Und so müsste dann auch die Geschichte der kritischen Theorie teilweise neu geschrieben werden. Siegfried Krakauer wäre nicht ein Vorläufer, ein gelegentlicher Wegbereiter oder eine ungeliebte Randfigur dieser einflussreichen Denkschule gewesen, sondern er hätte mit dem Kern seines systematischen Anliegens ganz wesentlich zur Formierung und theoretischen Entwicklung eines bis heute aktuellen Ansatzes der Geschichtstheorie und Sozialforschung beigetragen. Die umfangreiche Sekundärliteratur sowie die inzwischen abgeschlossene Gesamtausgabe seines Werkes erlauben es, Krakauers Denken nicht nur in seiner historischen Bedeutung für einzelne Disziplinen zu würdigen, sondern auch mit Blick auf gegenwärtige Forschungsfragen zu aktualisieren. Unser Anliegen für die Konferenz war und ist es, in dieser Doppelbewegung das Werk Krakauers als einen besonderen Typus kritischen Denkens zu diskutieren. Nachdem kurz vor dem Start der Konferenz 2020 die Pandemie das Vorhaben schließlich nochmals zum Erliegen brachte, entschieden wir uns gemeinsam und einstimmig mit den ReferentInnen, dass wir in Präsenz tagen und diskutieren wollen.
Und so haben wir dann optimistisch auf 2021 verschoben und dann etwas weniger optimistisch auf 2022 verschoben. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich umso mehr, dass wir heute zusammen sind und wir die internationale Siegfried-Krakauer-Konferenz in Kooperation mit dem Suhrkamp-Verlag eröffnen können. An dieser Stelle möchte ich auch den Referentinnen nochmals ganz herzlich danken, dass wir das Tagungsprogramm mit wenigen Ausnahmen so aufführen können, wie wir es uns für 2020 ausgedacht haben. Das umfangreiche Rahmenprogramm, das unter anderem Lesungen, ein Audio-Walk und eine Stadtführung in Kooperation mit dem Jüdischen Museum vorsah, konnten wir unter derzeitigen Bedingungen leider nicht realisieren. Wir hoffen aber, dass wir einige Teile, oder sind frohen Mutes, dass wir einige Teile in den nächsten Monaten nachholen können. Die Filmreihe Gesellschaft und Film in Kooperation mit dem Deutschen Filminstitut und Museum lief, die in Kooperation mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum lief und gestern Abend in der Diskussion zwischen Heide Schlüppmann, Vinzenz Hediger und Chris Tetsiak-Sukama zum Abschluss kam, hat sich im Vorspann zur Konferenz bereits mit der experimentellen Aktualisierung von Krakauers Filmanalysen gewidmet. Sie wurde organisiert vom IFS-Arbeitskreis Ästhetik und Medienkultur. Der daraus entstandene Band, herausgegeben von Leonie Hunter und Felix Trautmann, erscheint Anfang Juli im Verlag Berz und Fischer und einen digitalen Vordruck, so viel als Werbeblock, können Sie bereits hier auf der Konferenz erwerben. Bevor ich gleich an Sidonia Blättler und die erste Plenarveranstaltung übergebe, möchte ich noch auf einige Dinge hinweisen. Und zwar, die gesamte Konferenz findet an der traditionellen Wirkungsstätte der Frankfurter Schule auf dem Campus Bockenheim statt. Das war uns wichtig. Heute sind wir im Festsaal, Freitag und Samstag gegenüber im Hörsaalgebäude. Die Workshops, in denen einzelne Schriften Krakauers diskutiert werden, finden ausschließlich in Präsenz statt. Die Plenarveranstaltungen mit Vorträgen und die Foren mit Diskussionscharakter laufen hybrid und werden bei YouTube übertragen. Das digitale Publikum ist sehr herzlich dazu eingeladen, sich über die Chatfunktion an den Diskussionen zu beteiligen. Wenn Sie, so sollte es zwar nicht passieren, aber nicht im Bild sein wollen, dann geben Sie nochmal beim Konferenztisch Bescheid. In allen Innenräumen der Konferenz gilt außer beim Sprechen die Maskenpflicht und wir möchten Sie auch ganz herzlich um die Einhaltung von Abständen bitten. Für die finanzielle Unterstützung der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei der Stadt Frankfurt, dem Land Hessen, der Gesellschaft für Sozialforschung und der DFG. Dem Suhrkamp Verlag danken wir für die Bereitstellung von Krakauer Schriften für die Workshops. Abschließend möchte ich mich im Namen der Programmgruppe ausdrücklich bei Christina Engelmann, die die Programmgruppe ab 2019 unterstützte, sowie Eva Fleischmann, die 2021 die Fäden der Konferenzdurchführung aufgenommen hat, bedanken. Ebenso bei Mirko Broll für die Unterstützung. Für ihren Einsatz vor und während der Konferenz bedanken wir uns außerdem ganz herzlich bei Georg Marx und Miriam Schröder, sowie bei André Botorok, Jada Chill, Maisha Gehlhardt, Saskia Gränitz, Lea Schumacher und Moritz Sohn. Vielen Dank an Ralf Zöllner und sein Team von Public Noise für die technische Unterstützung sowie an die Ader-Kantine für die Versorgung der Referentinnen. Und als letztes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Gestaltung der Filmreihe und die der Konferenz bei Anna Suchowa, die eine grafische Übersetzung gefunden hat für das mosaikhafte und ornamenthafte Denken Krakauers. Krakauer selbst schreibt übrigens über den wissenschaftlichen Kongress Folgendes. Ich besuche gerne wissenschaftliche Kongresse. Sie sind Massenveranstaltungen. Es ist ihnen ernst. Und weiter. Um die Kongresstage auszufüllen, werden Vorträge gehalten, die sich mit der Welt und ihren Einrichtungen befassen. Von den Anfängen der Welt bis zum Redner, ein anderer Gegenstand wäre nicht würdig. Über diese Fragen vergessen die Redner die Welt mit ihren Einrichtungen. Sie stehen auf hoher Warte. Es gilt die Wahrheit an sich. Inzwischen rollt die Welt draußen unerkannt weiter. Sie könnte verloren gehen. Bei dem nächsten Kongress soll sie dann aber bestimmt erkannt werden, die Redner versprechen es, vorausgesetzt, dass zuvor wieder geprüft worden ist, ob sie denn nun einmal doch in der Tat auch wirklich existierte. Vielen Dank.
Ja, und so darf ich Sie zur ersten Plenarveranstaltung begrüßen, Poetik der Geschichte mit Jörg Später und Till von Raden. Wir beginnen die Tagung sozusagen von hinten mit Krakauers letztem, erst posthum erschienenen Buch. Geschichte vor den letzten Dingen. Es ist das Buch, das Krakauer in einem Brief an Siegfried Unseld als sein wichtigstes Buch bezeichnet hat. Mit dem Wort Poetik im Titel dieser Plenarveranstaltung Poetik der Geschichte wollten wir signalisieren, dass Krakauer Geschichte auch als ein sprachliches Kunstwerk, als ein literarisches Genre verstanden hat, das neben spezifisch geschichtstheoretischen, geschichtsphilosophischen Fragen ebenso auch ästhetische und medientheoretische Fragen aufruft. Wir wollten damit also signalisieren, wie sehr das Geschichtsbuch reflexiv verknüpft ist mit Krakauers interdisziplinärem Arbeiten in seinen anderen Feldern, in der Soziologie, in den Kulturwissenschaften, vor allem natürlich aber auch in der Filmtheorie und Medienanalyse. Bevor wir anfangen, möchte ich zwei Anmerkungen vorausschicken. Zum einen, Sie werden bemerkt haben, dass im ursprünglichen Programm Stefanie Baumann für den ersten Vortrag vorgesehen war. Stefanie Baumann musste leider absagen, kurzfristig. Wir hoffen sehr, dass wir sie später wieder ins Boot holen können, dass wir einen Beitrag von ihr in die geplante Publikation werden mit aufnehmen können. Und das gilt auch für die wenigen anderen, die ganz wider Erwarten nun doch nicht haben nach Frankfurt reisen können. Es sind zum Glück wirklich nur wenige. Ein Glück war es für uns, dass sich Jörg Später schnell und unkompliziert bereit erklärt hat, vom Workshop auf diesen Vortrag zu wechseln. Sehr herzlichen Dank, Jörg Später. So, dann wollte ich etwas sagen zum Konzept der Plenarveranstaltungen. Die Plenarveranstaltungen bestehen aus zwei Vorträgen, die wir explizit als Doppelvortrag verstehen, und wir möchten diesen Charakter eines Doppelvortrags auch herausstellen. Allerdings ohne, dass die beiden jeweiligen ReferentInnen auf eine umfassende gegenseitige Kommentierung zu verpflichten wären. Also das war nicht sozusagen die Aufgabe, die wir den ReferentInnen gestellt haben. Das heißt nur, wir platzieren die Vorträge direkt hintereinander, unterbrochen einzig durch die separate Vorstellung des zweiten Vortragenden. Das wird Ihnen dann Gelegenheit geben, wenigstens kurz Luft zu holen. Nach den Vorträgen haben die beiden Vortragenden die Gelegenheit, direkt aufeinander zu reagieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Danach öffnen wir hier in den Saal hinein, und für Online-Teilnehmerinnen, Almut hat es bereits gesagt, gibt es die Möglichkeit, Fragen und Kommentare in den Chat zu stellen. Der Chat wird heute moderiert von Felix Trautmann. Er wird die Fragen dann hereinreichen. Und nun darf ich Ihnen als ersten Redner Jörg Später vorstellen. Jörg Später ist Historiker, und ihm verdanken wir die große Biografie über Siegfried Krakauer, die so lange, so überfällig war. Erschienen ist die Biografie 2016 bei Suhrkamp. Jörg Später ist freier Autor, Lektor, er arbeitet als Redakteur und ist Mitglied der Forschungsgruppe Zeitgeschichte am Historischen Seminar der Universität Freiburg. Zurzeit arbeitet er mit einem Stipendium der Herder-Henkel-Stiftung, Gerda-Henkel-Stiftung, einer Geschichte der Frankfurter Schule in der Bundesrepublik, welche die Jahre 1959 bis 1989 umfassen soll. Im Wesentlichen also einerseits die Zeit, in der die Zuschreibung Frankfurter Schule, kritische Theorie der Frankfurter Schule, sich verfestigt. Andererseits zwei Jahrzehnte nach Adornos Tod, in denen sich dieser enge Zusammenhang auflöst, auch wenn sich in Teilen Habitus, Denkstil
und auch institutionelle Mächtigkeit fortsetzen. Ich denke, das Buch wird rechtzeitig zur 100-Jahre-Feier des Instituts für Sozialforschung erscheinen. Das ist ja ein großer Zeitraum, diese Feierlichkeiten. Sie werden jetzt in diesem Jahr im September beginnen und enden im Juni 2024. Also da ist durchaus noch etwas Luft. Bereits im vergangenen Jahr hat Jörg Später im Mittelweg 36 das Heft Metamorphosen der kritischen Theorie herausgegeben. Heute spricht Jörg Später über Genesis und Geltung von Krakauers Geschichtstheorie. Ich darf Ihnen übergeben. Ja, guten Tag, Frau Blättler, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Einladung überhaupt. Es ist das erste Mal, dass ich an einer Krakauer Konferenz teilnehme. Noch nicht mal an einer kleinen habe ich teilgenommen, jetzt eine große. Und ja, ich werde nicht über Poetik der Geschichte sprechen können, weil ich ja kurzfristig eingesprungen bin, sondern habe das, was ich mir für den Workshop überlegt hatte, ausgebaut zu einem Vortrag über Geschichtstheorie. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das so halte, dass ich mein Blatt auch sehen kann. Ja, Siegfried Krakauers letztes und posthum veröffentlichtes Buch Geschichte vor den letzten Dingen ist ein eigenartiges und eigensinniges Buch, das kaum verwunderlich wenig Resonanz gefunden hat. Es steht gewissermaßen exterritorial zu seiner Zeit und den Zeitgenossen, ist aber doch nicht aus der Zeit gefallen. Diese Geschichtstheorie ist das Lebenszeugnis des wunderlichen Realisten, eine reife Reflexion über alles, was Krakauer in seinem Leben gelernt hat und eine gelehrte Abhandlung darüber, was wir über die Welt, in der wir leben, beziehungsweise die vergangene Welt, wissen können. History ist gewissermaßen his story, und kann daher nur biografisch entschlüsselt werden. Ich habe ja angekündigt, über Genesis und Geltung dieser Geschichtstheorie zu sprechen. Diese Ankündigung erfolgt freilich mit einem gewissen Augenzwinkern, denn ich bin kein Philosoph, sondern ein gewöhnlicher Historiker, der sich alle Mühe geben muss, die philosophiegeschichtliche Dimension dieses Werkes zu erkennen. Der Vortrag fragt daher nach der profanen Genesis von Krakauers Geschichtsbuch und dessen faktischer Geltung. Gleichzeitig glaube ich allerdings schon, gerade als Historiker, behaupten zu können, dass man es durchaus mit dem Gegenwartsinteresse lesen darf, wie Krakauer es ausdrücken würde. History hat Autorität und Aktualität, allerdings weniger als Geschichtsphilosophie, der ohnehin eine Absage erteilt wird, oder als kritische Theorie des Kapitalismus. Darum geht es in dieser Schrift nicht, sondern wegen seines hohen theoretischen wie praktischen Gebrauchswert für die Wissenschaft und die historische Literatur. Zum Schaden des Fachs, Geschichte und der Öffentlichkeit ist Krakauers letztes Wort über die vorletzten Dinge nach wie vor ein Geheimtipp. Trotz aller Eitelkeit, ich meine, oder sonst muss ich zu weit weggehen. Als Siegfried Krakauer 1960 seine Filmtheorie beendet hatte, meinte er, nun habe er genug über den Film gesagt. Vor 1933 war er ja der Vordenker der gesellschaftskritischen Filmkritik, nach 1945 der Pionier der kollektivpsychologischen Filmgeschichte und nun einer der Koryphäen der Filmästhetik. Was er über den Film geschrieben habe, gelte für das Leben und die menschliche Existenz insgesamt, versicherte er einem Freund, dem er die Filmtheorie zuschickte und der kein Filmliebhaber war. Wohl, um ihn zum Lesen zu bewegen. Krakauer meinte damit eine Haltung zur äußeren Welt, eine Form menschlicher Existenz. Die fotografische Einstellung war eine Einstellung zur Welt.
Dass seine Reflexionen zum Film eine philosophische Dimension, zumindest Motivation, hatten, wird auch deutlich, wenn wir rekonstruieren, wie das Folgeprojekt eben das Geschichtsbuch entstand. Krakauer berichtete, ihm sei blitzartig ein Gedanke gekommen. Es fielen ihm nämlich Parallelen zwischen Fotografie und Historiografie auf. Musste nicht der Historiker wie der Fotograf zwischen Realismus und Formgebung changieren? War das historische Universum, also das Geschehene, Vergangene, vielleicht auch Geschichtete, nicht ähnlich heterogen strukturiert wie die Lebenswelt, die der Film durchstreifen sollte? War die Historiografie womöglich auch ein Medium, um verborgene Bereiche von Wirklichkeit in den Blick zu bekommen? Krakauer interessierte sich ja für den Film als eine Kunst, die anders sei als andere Künste, weil er, also Krakauer, Räume zwischen dem abstrakten Denken und den konkreten Dingen suchte. Er wollte Gebiete der Wirklichkeit erkunden, die den etablierten Wissenschaften, Denkweisen und Kunstformen nicht bewusst sind und damit der konstatierten Erfahrungsarmut der modernen Menschen entgegenarbeiten. Seine empfohlene Praxis: durch die Dinge hindurchdenken statt über sie hinweg. Und die flüchtigen Phänomene der Oberflächen wahrnehmen und aufweben. Das lief auf einen sehr spezifischen krakauerischen Materialismus hinaus. Krakauer notierte: The historian has traits of the photographer and historical reality resembles camera reality. Ihm fiel ein, dass er bereits in den 20er Jahren die Fotografie mit dem Historismus in einen Zusammenhang gebracht hatte. Als er zum einen die zeitliche Koinzidenz von historischem Denken und fotografischer Technik feststellte und zum anderen ihre strukturelle Analogie hervorhob. Zitat: Die Fotografie bietet ein Raumkontinuum dar, der Historismus möchte das Zeitkontinuum erfüllen. Dem Historismus geht es um die Fotografie der Zeit. Seiner Zeitfotografie entspräche ein Riesenfilm, der die in ihr verbundenen Vorgänge allseitig abbildete. Krakauer war übrigens ganz berauscht über die Kontinuität in seinem eigenen philosophischen Schaffen. Alles, was er bisher getan hatte, schien ihm nun durch ein Motiv, ja eine innere Notwendigkeit organisiert gewesen zu sein, nämlich der Suche nach Bereichen, die übersehen, falsch beurteilt, wissenschaftlich nicht ernst genommen wurden. Dazu zählte Krakauer, das mag heute überraschen, die Geschichtsschreibung. Jene sah er in einem Zwischenbereich von Philosophie, also mit den metaphysischen Fragen nach den ersten und letzten Dingen, von Wissenschaft, damit war vor allem naturwissenschaftliches Vorgehen gemeint, und Literatur, denn Historiografie ist ja ein Erzählen über die Vergangenheit, eine Konstruktion, in der die Ästhetik nicht nur eine äußere Rolle spielt, Die Geschichte war ja ein Kollektivsingular, der aus vielen besonderen Ereignissen, Entwicklungen und Situationen konstruiert worden war, wie Reinhard Koselleck etwa zur selben Zeit herausfand. Mit welchem Material bzw. welcher historiografischen Literatur arbeitete Krakauer? Im Literaturverzeichnis finden wir keine zeitgeschichtlichen Bücher, sondern sehen eine Vorliebe für Antike, Spätantike, Reformation und Renaissance. Daneben ein Überhang von kunstgeschichtlichen, geschichtstheoretischen und geschichtsphilosophischen Werken und ein paar soziologische und literaturwissenschaftliche Schriften. Schließlich und ungewöhnlich zwei Literaten, nämlich Proust und Tolstoi, die Krakau heranzog, als seien sie Historiker. Krakau interessierte sich für die Geistesgeschichte in humanistischer Perspektive, was vielleicht auch ein Ausdruck des Heimwehs nach dem alten Europa war. Die Zeitgeschichte spielte indessen keine Rolle. Einerseits, weil sie ja hinsichtlich der jüngsten Vergangenheit noch spärlich war, andererseits vermutlich aber auch, weil die erlebte Geschichte für Krakauer unerträglich war. Als er im Juli 1945 erfuhr, dass seine hochbetagte Mutter und Tante von Frankfurt nach Theresienstadt deportiert und von dort weiter nach Polen, wie es hieß, gebracht worden war, schrieb er: Unser Gebet ist, dass sie vom selber haben sterben können. Ich versuche nicht daran zu denken, im Interesse der nackten Selbsterhaltung. Viele sind hier in derselben Lage, es ist nichts dazu zu sagen. Krakauer betete nicht. Insofern glaubte er vermutlich auch nicht daran, dass Rosette und Hedwig Krakauer von selbst hatten sterben können.
Er verbot sich daran zu denken, also dachte er unentwegt daran. Der gewaltsame Tod der Frauen würde seinen Überlebenswillen angreifen. Viele andere teilten sein Schicksal, aber das tröstete ihn nicht. Es war nichts dazu zu sagen. Man konnte keine sinnvollen Worte darüber äußern. Es war nichts dazu zu sagen. Der Fakt stand für sich. Jeglicher Versuch, ihn zu erklären, gar zu verstehen und zu ergründen, war vergeblich. Es war nichts dazu zu sagen. Krakauer schwieg über den Judenmord, mit Ausnahme einer Stelle in der Filmtheorie, wo er die Frage der Legitimität von Bildern aus Konzentrationslagern mit dem Mythos der Medusa beantwortete, wo Perseus von Athene den Rat erhält, das schreckliche Haupt der Medusa nicht direkt anzusehen, sondern bloß im Spiegel des blanken Schilds, also der Leinwand. Mit wem kommunizierte die Ein-Mann-Universität Krakauer? Sehr wichtig für den Privatgelehrten waren für den Privatgelehrten die Reisetätigkeiten, die ihn als Berater der Bollington Foundation nach Europa führten und die er für Diskussionen mit führenden Figuren aus dem Feld der Humanities nutzte. Raymond Aron, Isaiah Berlin, Herbert Butterfield, Peter Gale, Ernst H. Gombrich, Alfred Hauser, Werner Kegi, Claude Lévi-Strauss, um ein paar Namen zu nennen. In New York besuchte Krakauer das Kolloquium Probleme der Interpretation, das von seinem Freund und Kunsthistoriker Paul Oskar Kristeller an der Columbia University geleitet wurde und in dem er Jakob Taubes kennenlernte. In dieser Zeit gründete sich auch die ambitionierte amerikanische Zeitschrift History and Theory, die sich denselben Fragen widmete, denen Krakauer nachging. Was denn Geschichte als Wissenschaft eigentlich sei und in welchem Verhältnis sie zur Philosophie stehe und auch zu anderen Disziplinen. Nicht zuletzt diskutierte Krakauer mit der deutschen Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik über allgemeine Geschichte und ästhetischer Ansatz und konfrontierte diese bundesrepublikanische geisteswissenschaftliche Elite der rund 40-Jährigen mit außerästhetischen Fragen, was sicherlich mit ein Anstoß für das Entstehen sozialgeschichtlicher Literaturwissenschaft in Westdeutschland war. Wie entstand das Buch? Das erste Problem, mit dem sich Krakauer nach dem Gedankenblitz beschäftigte, war das der chronologischen Zeit. Ein Thema, das ja schon die alten Freunde Walter Benjamin und Ernst Bloch aufgebracht hatten. Benjamin in seinen geschichtsphilosophischen Thesen, Zitat, die Vorstellung eines Fortschritts des Menschengeschlechts in der Geschichte ist von der Vorstellung ihres eine homogene und leere Zeit durchlaufenden Fortgangs nicht abzulösen. Und bei Ernst Bloch, sein Begriff des Ungleichzeitigen, der ein wirtschaftlich-ideologisches Restsein aus früheren Zeiten in der Gegenwart meinte. Aus der Kunstgeschichte hatte Krakauer gelernt, dass es geformte Zeiten in der kalendarischen Zeit gibt. Etwa, wenn im alten China des 9. Jahrhunderts Action-Painting betrieben wurde oder wenn Renaissance-Künstler den Surrealismus vorausträumten. Die Historie der Kunst lässt sich demnach nicht allein diachron erzählen. Krakauer hinterfragte in seinem Aufsatz Time and History zu Adornos 60. Geburtstag die Annahme, die Geschichte sei ein Strom von Ereignissen in irreversibler Richtung, getragen von einem kontinuierlichen Prozess in linearer Zeit. Die moderne Vorstellung von Geschichte gehe davon aus, dass der Zeitpunkt eines Ereignisses zur Erklärung desselben beitrage. Sie konzentriere sich auf vermeintliche Ereignisfolgen, die als Einheiten angesehen werden, und sie begreife zuweilen den historischen Prozess als ein Ganzes und schreibe ihm bestimmte Eigenschaften zu, wie Aufstieg, Niedergang etc. Doch jeder historische Zeitraum bestehe aus inkohärenten Ereignissen oder Ereignisgruppen. Als Bild wählte Krakauer den Katarakt der Zeiten, einen Wasserfall also, inmitten dessen Hohlräume und Blasen existieren. Die Zeit habe einen antinomischen Charakter. Sie sei kontinuierlich und diskontinuierlich zugleich, so wie es die mythische Figur des Ahasver, des ewigen Juden, ausdrückt. Krakauer behauptete eine Koexistenz von Gleichzeitigen und Ungleichzeitigen. Neben der Kritik der chronologischen Zeit galt es für Krakauer, die Geschichte vor dem Klammergriff der philosophischen Letztbegründungen zu schützen
und die Geschichtsphilosophie zu verabschieden. Zumindest diejenige Geschichtsphilosophie, die nach Karl Löwiths Worten die systematische Ausdeutung der Weltgeschichte am Leitfaden eines Prinzips, sei es Fortschritt, Regression oder Dialektik von Fortschritt und Regression, durch welches historische Geschehnisse und Folgen in Zusammenhang gebracht und auf einen letzten Sinn bezogen werden, beschreibe. Eine Spur davon war für Krakauer auch in teleologischen Geschichtsdenken enthalten. Der Philosoph und Ideenhistoriker George Collingwood hat in seinem Buch The Idea of History dargelegt, dass Geschichtsschreibung vom Gegenwartsinteresse bestimmt sei. Dagegen setzte Krakauer das archivarische Interesse und natürlich chronologische Exterritorialität als ebenso legitime Umgangsweisen mit Geschichte. Er bestritt nicht, dass Geschichte eine Frage der Gegenwart an die Vergangenheit sei, aber er leugnete, dass Historiker von dieser Gegenwart vollständig determiniert sind und ihr sozusagen gehören. Daneben und vor allem wollte Krakauer das Verhältnis zur Wissenschaft klären. Was war Geschichte eigentlich für eine Wissenschaft? Und was taten Historiker und Historikerinnen, wenn sie forschten und wenn sie Geschichte darstellten? In Analogie zum Film, der für Krakauer eine Kunst anders als die anderen Künste war, sagt er über die Geschichte in Anlehnung an Isaiah Berlin, dass sie durchaus eine Wissenschaft sei, aber in einem anderen Sinne, mit eigenen Methoden, Maßstäben und Grundlagen. Während zum Beispiel ein Naturwissenschaftler Naturgesetze rekonstruiere, seien die menschlichen Wirklichkeiten zu vage und zu komplex, um sie exakt erforschen zu können. Die naturwissenschaftliche Methode könne im Feld der Geschichte also nicht übernommen werden, wie in den amerikanischen Sozialwissenschaften zeitweise geschehen, was in den 60er allerdings bereits wieder in Frage gestellt wurde. Gleichwohl sollten die Humanities alles mitnehmen, was von den exakten Wissenschaften zu lernen sei. Denn zwar müssten Historiker eine Story erzählen, aber gleichzeitig müssen sie erklären, warum was geschah, geschehen ist, was wiederum auf Gesetzmäßigkeiten ziele. Krakauer ging davon aus, dass im historischen Universum durchaus Zusammenhänge, Gleichförmigkeit und kausale Beziehungen existierten. Aber er fügte hinzu, das gelte ebenso für irreduzible Entitäten, einmalige Vorkommnisse sowie sinn- und zusammenhanglose Geschehnisse. Auch sollten in der Historiografie die menschliche Freiheit und die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass jederzeit spontan etwas völlig Neues beginnen kann, das dem Menschen gewissermaßen zufällt. Die Geschichtswissenschaft ist demnach eine Wissenschaft in einem Zwischenraum zwischen letztbegründender Philosophie und den Naturwissenschaften angesiedelt, die einen eigenen Anspruch begründen könne, nämlich eine vorläufige Einsicht in die letzten Dinge vor den letzten zu gewinnen. Der dritte Eckpunkt neben Philosophie und Naturwissenschaften im Dreiecksfeld war die Ästhetik. Krakauer ging davon aus, dass Form- und Darstellungsfragen durchaus Auswirkungen auf Inhalte haben. Ein kleines Beispiel ist der oft unüberlegte Gebrauch von Konjunktionen wie daher, insofern, daraufhin, die Verbindungen zwischen Ereignissen und Vorgängen einfach so qua Erzählung mal herstellen und Zusammenhänge konstruieren, die keineswegs selbstverständlich sind. Gerade Allgemeingeschichten, die synthetisch auf eine Einheit für ihr Material herstellen, seien auf solche formalen Kunstgriffe angewiesen, meinte Krakauer, auf Ästhetik also. Für ihn war ein Historiker und eine Historikerin sicher auch, allerdings eher dann ein großer Künstler, wenn er nicht im Voraus seine Story forme und die Illusion von Ganzheit schaffe, sondern für die Diagnose menschlicher Realitäten der Lebenswelt eine ästhetische Sensibilität aufweise. Kunst sei für die Geschichte kein äußeres Element, etwa, dass jemand spannend erzählen kann, sondern eine innere Qualität, eine Kunst, die sozusagen anonym bleibt und das historische Universum von unten nach oben abschreitet. Selbstverständlich konstruiere auch ein Mikrohistoriker seine Spezialgeschichten und auch er setze ästhetische Mittel ein, aber er verhalte sich bei seinen Konstruktionen und bei seiner Auswahl von Fakten anders als der Allgemeinhistoriker, der mit größerer Aggressivität gegenüber den Einzelheiten und Eigensinnigkeiten vorgehe, gerade weil seine Geschichte weniger Konsistenz aufweise.
Vor der Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik erklärte Krakauer seinen Standpunkt zur Universalgeschichte und deren ästhetische Konsequenzen so. Es kommt ein mittellanges Zitat. Ich bin keineswegs gegen jede philosophische Betrachtung der Geschichte. Ich befasse mich mit meinem Buch mit nichts anderem, nicht aus einem antihistorischen Affekt, sondern weil es mir halt so viel Spaß macht. Ich gehe dabei von den Antinomien des Allgemeinen und des Besonderen aus und bin dabei allerdings der Ansicht, dass ohne eine Erkenntnis dieser Grundantinomie der Geschichte Universalgeschichte heute illegitim geworden ist. Gewiss muss die Idee der Universalgeschichte immer im Hintergrund jeder Spezialgeschichte sein. Die Frage ist nur, wie wir uns dieses Verhältnis eines Allgemeinen der Geschichte zu den besonderen spezieller Geschichten zu denken haben. Es ist ein großer Unterschied, ob man von einer Idee der Universalgeschichte ausgeht oder nicht, ob man sozusagen von unten nach oben prozediert oder von oben nach unten. Das waren Ansichten eines Sancho Panza, der seinem stürmenden Herrn Don Quixote aus freien Stücken gleichmütig folgt, um diesen vor törichten und verrückten Dingen abzuhalten. Von Krakauer selbst stammt das Bild. Für ihn schien es besser, die Dinge nicht konsequent zu Ende zu bringen, sondern auf halber Strecke anzuhalten. Allerdings weiß dieser freie Diener auch, dass er so vieles gar nicht sehen würde, wenn er dem Ritter auf seinen Abenteuern nicht folgte. Würde er den Kontakt zu den Don Quixoterien der Geschichtsphilosophie, der Frage nach dem großen Ganzen verlieren und sich stattdessen im Gewusel der Einzelheiten verheddern, wäre die Suche nach dem Utopia des Dazwischen, der Terra Incognita, der Hohlräume unserer Wissensgebiete, wo die verborgenen Wahrheiten liegen sollen, gar nicht möglich. Denn die Rede vom Zwischenraum ergibt ohne ein umgebendes Ganzes ja gar keinen Sinn. Don Ernst Bloch sagte einmal augenzwinkernd zu Krakauer, Sancho wäre allein niemals auf die Idee gekommen, den Ginster zu schreiben. Und History wäre wohl auch nicht denkbar ohne den Kontakt zu Quixote. So entstand also eine Geschichtstheorie, die, und damit komme ich zur Geltungsfrage, einen hohen Gebrauchswert für die eher theoriearme Geschichtswissenschaft hat. Wenn man wie Krakauer davon ausgeht, dass das historische Universum, ein sehr anschaulicher Begriff übrigens, über die Antinomien von allgemeiner und besonderer Geschichte, von Mikro- und Makrogeschichte geprägt ist und die Erzielrichtung von unten nach oben ist, die vorsichtig unter dem Primat des Materials Zusammenhänge konstruiert, dann empfehlen sich für die Story Großaufnahmen mit gelegentlichen Wechseln der Einstellung auf die Totale. Das Prinzip des Side-by-Side befreit vom Zwang zur Synthese. Überhaupt bekommen das Material und die subjektiven Impressionen des schriftstellerischen Wissenschaftlers eine hohe Bedeutung. Seine Wissenschaftlichkeit beweist der Historiker und die Historikerin durch Ernsthaftigkeit, Reflexionsvermögen und Transparenz der Arbeitsweise und Argumentation und keineswegs durch synthetischen Glanz oder durch methodistisches Beobachten. Krakauers Geschichtstheorie stand im Zeichen seiner philosophischen Ermittlungen der Wirklichkeit. Sein erkenntnistheoretisches Credo war ja, die Wirklichkeit, zumindest die soziale, ist eine Konstruktion, wobei es immer auch Wirklichkeit außerhalb des Konstruierten gibt. Krakauers schriftstellerische Methode hieß Konstruktion im Material. Er war Materialist im wörtlichen Sinne, ein sensualistischer Materialist, wie Feuerbach das meinetwegen oder sagen würde. Man kann ihn sozusagen an der Filmrolle schnüffeln sehen, wenn er Kontakt mit dem Medium aufnimmt, wobei zum Riechen wie zum Sehen das Denken gehört. Und er war, und das formulierte er in History, ein Philosoph der vorletzten Dinge. Ihm ging es um die Rehabilitation jener Zwischengebiete, denen bisher nie Gerechtigkeit widerfahren ist, weil sie entweder als Felder bloßer impressionistischer Beobachtungen galten oder von einer anderen Seite her durch metaphysische Spekulationen, zum Beispiel Hegels Geschichtsphilosophie, überdeckt wurden. Diese Philosophie in Krakauers Sinne sollte als Philosophie des Provisorischen angelegt sein, für die Gedanken über die letzten Dinge nur dann zulässig waren, wenn sie durch transparent gemachte Konkretionen hindurchschimmern. Das war etwas anderes als die alte deutsche idealistische Philosophie, aber auch als die in den 60ern bedeutende Mode, die Philosophie durch die Soziologie zu ersetzen und damit eben auch keine kritische Theorie der Gesellschaft.
Krakauers Geschichtsdenken folgt keinem materialen Begriff von Geschichte, der behauptet, dass unter der chaotischen Oberfläche der Ereignisse eine dem Begriff zugängliche Struktur wirkender Mächte zu erkennen sei. Eine von Gesetzen beherrschte Dynamik also, die sich aus dem gesellschaftlichen Lebensprozess der Menschen ergebe. So hat das Alfred Schmidt vor 50 Jahren zum 50. Gründungstag des Instituts für Sozialforschung in seinem Vortrag Kritische Theorie als Geschichtsphilosophie dargelegt. Der Unterschied liegt nicht darin, dass Krakau das Gesellschaftliche als Zentrum der Philosophie negieren würde. Auch seine Philosophie tendiert zur Gesellschaftstheorie. Was Krakauer allerdings nicht teilte, war das Konzept von Dialektik, auch nicht in der Form von Adornos negativer Dialektik. Krakau war überhaupt kein Dialektiker, obwohl er die Frage des Verhältnisses von Allgemeinem und Besonderem für die wichtigste in der Philosophiegeschichte hielt. Er ging eben von Antinomien aus und von einem Nebeneinander, einem Side-by-Side, anstatt wie die Dialektik die Vermittlung zu suchen. Über Adorno urteilte er, Zitat, für ihn ist Dialektik ein Mittel, um seine Überlegenheit über alle denkbaren Meinungen, Ansichten, Trends, Geschehnisse zu behaupten. Er löst diese auf, verurteilt sie und rettet sie dann wieder, wie es ihm gefällt. Auf diese Weise setzt er sich als Meister und Kontrolleur einer Welt ein, die er niemals in sich aufgenommen hat. Denn hätte er auch nur kleine Teile von ihr aufgenommen, seine dialektische Maschine wäre sofort zum Stoppen gekommen. Umgekehrt war Krakau für Adorno ein wunderlicher Realist, der mit einem kindlichen Verhältnis zur Dingwelt und die Verdinglichung ignorierend am Ende, so in der Filmtheorie, sogar die Rettung der physischen Realität gefordert habe, also quasi religiös geworden sei. Krakauers Geschichtstheorie gehört übrigens selbst zu den übersehenden, nicht adäquat gewürdigten Dingen, die eines Krakauers bedürften, um sie ins rechte Licht zu rücken. Das Buch Geschichte vor den letzten Dingen wurde kaum beachtet, weder in den Vereinigten Staaten noch in der Bundesrepublik. Wenn man sich zeitgenössische Schriften über Geschichtsphilosophie oder Geschichtstheorie anschaut, das Thema hatte in den 70er Jahren durchaus eine gewisse Konjunktur, findet man so gut wie keine Bezüge zur Historie. Hans Blumenberg, Reinhard Koselleck, Odo Marquardt, sie alle waren Krakau im Rahmen von Poetik und Hermeneutik persönlich begegnet, hatten mit ihm diskutiert, Briefe ausgetauscht. Auch die Frankfurter Schüler Alfred Schmidt und Herbert Schnädelbach, die in den 70ern über Geschichtsphilosophie, Historik und Historismus nachdachten, erwähnten Krakauer nicht. Für mich ist das ein Rätsel, aber vielleicht ist mein Blick auf Krakauer einfach hoffnungslos verklärt. Krakauers Überlegungen über History waren zwar eigentümlich und hatten den wunderlichen Touch des New Yorker Einzelgängers, aber sie waren keineswegs aus der Zeit gefallen. Ein Grund für die Nichtresonanz mag in der institutionellen Ortslosigkeit der Exterritorialität des intellektuellen Eremiten liegen. Im Falle der Geschichte kam hinzu, dass es niemanden gab, der auf das Buch wartete, anders als bei der Filmtheorie nach dem Caligiuri-Buch, wo die Szene dann allerdings sehr enttäuscht war. Zwar gab es sogar ein etabliertes Fach, Geschichte, und viele Praktiker, aber die kauften ihre Werkzeuge eben lieber im Baumarkt ein. Es gibt natürlich immer wieder Auszeiten, wo an einer Theorie der Geschichte gearbeitet wird. Die Studiengruppe Theorie der Geschichte Ende der 70er Jahre, finanziert von der Werner-Reimers-Stiftung in Bad Homburg mit Koselleck, Jürgen Kocka, Christian Meyer, Wolfgang J. Mommsen, Jörn Rüsen, Thomas Nipperdey gehört dazu. Auch hier, wie verhext, auf den ersten Blick kein Krakauer. Theorie ist eher nichts für Historiker. Sie reden lieber über Methoden und Ansätze und halten das für Theorie. Es gibt die eine oder andere Ausnahme, den Carlo Ginzburg etwa. Till von Raden wird uns sicher gleich in seiner eigenen positiven Art positiveres, zuversichtlicheres berichten. Was sicherlich von Krakauers Denken nicht anschlussfähig für die Geistes- und Sozialwissenschaften war, daran ähnelt es dann doch der kritischen Theorie. Krakauer verzichtete nicht auf die Suche nach der Wahrheit. Er erteilte zwar der fixierten Geschichtsphilosophie eine Absage, überhaupt jedem Dogma und begegnete auch jeder institutionalisierten Idee und damit auch Wissenschaft mit Skepsis. Aber seine Geschichtstheorie bewahrte doch einen utopischen Touch, denn sie schlug emphatisch vor,
die Wahrheit, die Erlösung, die Rettung in jenen Zwischenräumen zu suchen, welche die Naturwissenschaften und die metaphysische Philosophie überdeckt hätten. Geschichte, also das Buch, ist zwar ein Textpost metaphysischer Philosophie, aber doch eben eine Philosophia, die die Welt und die menschliche Existenz denkerisch ergründen, deuten und verstehen will. Und eine kulturkritische benjaminsche Utopie der Lost Causes. Eine wirklich zufriedenstellende Erklärung für die krasse Wirkungslosigkeit von Krakauers Geschichtstheorie habe ich allerdings nicht. Aber man muss ja auch nicht alles erklären können, hätte der Alte gesagt und die Rede beendet, ohne sie abzuschließen. Runter oder oben bleiben? Ja, das ist also die versprochene Minute zum Durchatmen, die ich nutze, um Ihnen Till von Raden vorzustellen. Auch Till von Raden ist Historiker. Er lehrt Geschichtswissenschaft an der Université de Montréal, wo er von 2006 bis 2016 die Forschungsprofessur für Deutschland- und Europastudien innehatte. Till von Raden forscht zur europäischen und deutschen Geschichte seit der Aufklärung, unter anderem mit Schwerpunkten in jüdischer Geschichte und Geschichte des Antisemitismus. Weitere zentrale Themen sind Autorität, Familie, Vaterschaft, Geschlechterverhältnisse sowie ein großes Thema, die Geschichte der Demokratie, wobei ihn immer wieder das Verhältnis von Gleichheit und Differenz umtreibt. Gleichheit als das große Versprechen der Moderne, Differenz als Vielheit und Konflikt. Oft sind es bei Till von Raden Phänomene am Rand, die ins Zentrum führen. Ich erinnere mich beispielsweise an einen Artikel in der Zeitschrift Westend mit dem Titel »Wie Fatih die Demokratie lernte«. Der Aufsatz zeigte dann, er lernte sie beispielsweise und zu meinem sehr großen Erstaunen bereits Ende der 1950er Jahre, und zwar am Wickeltisch in Babykursen. 2019 ist beim Campus Verlag Till von Radens Monographie »Demokratie – Eine gefährdete Lebensform« erschienen und für August ist bei der Hamburger Edition sein jüngstes Buch angekündigt, Vielheit, jüdische Geschichte und die Ambivalenzen des Universalismus. Heute ist sein Thema Lumpensammeln, Krakauers Suche nach der historischen Wirklichkeit im Spiegelkabinett totalitärer Versprechungen. Till von Raden. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Mein äußeres Erscheinungsbild hat nicht damit zu tun, dass ich versucht habe, im Dunkeln Lumpen zu sammeln, sondern ich bin vom Fahrrad gefallen. Ich habe jetzt Schmerztabletten genommen. Wenn Sie in der Diskussion das Gefühl haben, ich habe gar nichts verstanden von Ihrer Frage, dann seien Sie doch so nett, die nochmal zu wiederholen. Ja, ich könnte jetzt zunächst einmal nur Jörg Später für seinen Vortrag danken und sagen, dem habe ich nichts hinzuzufügen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Zunächst einmal Dank an alle Organisatorinnen und Organisatoren für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich sehr, zum ersten Mal in meinem Leben in diesem Gebäude zu sein und nicht nur davor zu stehen, weil dieses Gebäude ja quasi Stein gewordenes Symbol und Zeichen für den demokratischen Aufbruch der 50er Jahre ist und für die Frage,
steht, wie die Deutschen den Weg aus Nationalsozialismus, Völkermord und Vernichtungskrieg herausgefunden haben. Das Zweite, was ich vorweg erwähnen möchte, sind drei Kolleginnen, denen ich viel verdanke und die mit Sicherheit viel Klügeres über das Buch History zu sagen hätten als ich. Das ist einmal die viel zu früh verstorbene Miriam Hansen, dann Ingrid Behlke, inzwischen auch verstorben, und natürlich Stefanie Baumann, die heute nicht dabei sein kann. Mit allen dreien durfte ich über viele Jahre hinweg Gespräche genau über das Buch History führen. Das war für mich nicht nur deshalb hilfreich, weil ich eigentlich von Krakauer nichts verstehe, sondern weil History ein Buch ist, das in der allgemeinen Rezeption von Krakauers Schriften immer randständig geblieben ist. Also Krakauer gilt als großer Filmtheoretiker, großer Medientheoretiker, großer Kulturtheoretiker. Aber dass sein letztes Buch eine Monographie über geschichtstheoretische Probleme war, ist dann oft übersehen worden. Und dann als dritte Vorbemerkung auch im Anschluss an das Gebäude. Ich habe keine Antworten darauf, aber das hatte Jörg später ja im Grunde genommen auch schon angesprochen, aufgeworfen. Wenn wir das Buch ernst nehmen, was heißt das eigentlich für die Praxis von Historikerinnen und Historikern? Ja, und jetzt, um das doch mal aufs Gebäude zu übersetzen, wie können wir die Geschichte von demokratischen Lebensformen schreiben? Nicht als siebenbändige Gesamtdarstellung demokratischer Lebensformen im Anschluss an Parsons oder Weber oder Foucault, sondern wenn wir die Frage ins Zentrum stellen, was heißt es eigentlich konkret, wenn wir nach sinnlichen Erfahrungen von Gleichheit und Freiheit fragen. Ja? Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir dann bei Krakauer sehr viel lernen können und wo dann die Lumpen eine gewisse Funktion haben. Damit komme ich zum Vortrag selbst. Ein Lumpen heißt es im Deutschen Universalwörterbuch von 2007, ist entweder, ich zitiere, ein altes, verschmutztes Stück Stoff, ein Lappen bzw. ein Zitat Stofffetzen oder abgetragene, zerschlissene und verschmutzte Kleidung. Insofern kennt der Duden den Begriff des Lumpensammlers heute als eine Zitat veraltete Bezeichnung für Zitat jemanden, der gewerbsmäßig alte Kleider, unbrauchbare Textilien, Altpapier, Altmetall oder ähnliches sammelt und zur weiteren Verwertung verkauft. Ende des Zitats. Der Lumpensammler, so scheint es, sammelt wertlosen Tand. Er ist selbst gleichsam ein Lump. Daher warnte Lucien Febvre 1933 in seiner Antrittsvorlesung am Collège de France vor jenen, die, ich zitiere, auf gut Glück wie ein Lumpensammler die Vergangenheit durchstreiften. Stattdessen müsse ein Historiker, ich zitiere, mit einer präzisen Absicht, einem Problem, das zu lösen, einer Hypothese, die es zu überprüfen gilt, seinem Gegenstand entgegentreten. Statt Lumpen zu sammeln, so Febvre, erschaffe der Historiker, Zitat, seine Stoffe, beziehungsweise erschaffe sie neu. Im Anschluss an Stichwortgeber wie den Mitbegründer der Annalen hat sich die deutschsprachige Geschichtswissenschaft der vergangenen 70 Jahre an den Regulativen von analytischer Schärfe, methodischer Präzision und expliziter Hypothesenbildung orientiert. Der Geist dieses heroischen Scientismus, der mit quixotischer Gewissheit nach wissenschaftlicher Objektivität strebt, erfasste in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren auch außerhalb Deutschlands viele Historiker, also genau die Zeit, in der History, das Buch History dann posthum erschien. Als 1969 die American Academy of Arts and Sciences führende Vertreter des Faches bat, New Trends in History zu identifizieren, fielen genau jene Stichworte, die auch die westdeutschen Debatten prägen sollten. Der Medizinhistoriker David J. Rothman mahnte an, ich zitiere, to deal with society in any way that enables us to say something about a process that has some relevance for our understanding of what goes on about us. Der Historiker Lee Benson sah, Zitat, generalized human knowledge
Generalized Knowledge of Human Behavior, Zitat Ende, als die Aufgabe der Geschichtswissenschaft, während der hohe Priester der scientistischen Sozialwissenschaften, Charles Tilly, die Vorteile der computergestützten Quantifizierung betonte, dank derer bald nicht mehr Aufsätze und Monographien die gängige Form der wissenschaftlichen Publikation seien, sondern, ich zitiere, Magnetbänder oder Lochkarten oder Printouts. Der historische Sozialwissenschaftler, der wenige Jahre darauf das Licht der Welt erblickte, war gleichsam das heroische Gegenbild zum Lumpensammler. Mit dem Schlachtruf der, ich zitiere, Theoriebildung und des, Zitat, theoriegeleiteten Forschens auf den Lippen stürzten sich Heere von Historikerinnen und Historikern auf die unendlichen Weiten der Vergangenheit, um diese zu vermessen, zu ordnen und durch gut ausgebaute Verkehrswege zu erschließen. Ihr Anspruch, nur Sie könnten die historische Wirklichkeit, ich zitiere, angemessen erfassen, lebt von dem Rückgriff auf einen bunten Strauß zunächst sozialwissenschaftlicher, heute meist kultur- und medienwissenschaftlicher Theorien. Die Namen der Autoren, die Historiker hierbei heranziehen, sind kaum noch zu übersehen. Galt zunächst Max Weber als das Maß aller Dinge, folgten bald Clifford Geertz, Georg Simmel oder Norbert Elias, später Michel Foucault oder Judith Butler und nun Gilles Deleuze oder Bruno Latour. Statt jedoch deren Werke voll spielerischer Neugier als offene Texte zu lesen, gerannen sie allzu oft zu kanonischen Lehren. Noch die anregendsten Ideengeber schrumpften zu sterilen Autoritäten, die alte Fragen abschließend zu beantworten schienen, statt neue aufzuwerfen. Was bei allen Unterschieden diesen bunten Reigen der sogenannten Theorieimporte eint, ist ein scientistisches Ideal der Objektivität, in dem für Lumpensammler genauso wenig Platz wie bei Fèvre ist. Im 19. Jahrhundert wäre diese Geringschätzung der Lumpen unverständlich gewesen. Laut Meyers Konversationslexikon von 1852 seien Lumpen zwar, ich zitiere, die Abfälle und Überreste getragener Kleidungsstücke, doch bildeten sie, Zitat, bei ihrem außerordentlich großen Verbrauch zur Fabrikation des Papiers einen wichtigen Handelsartikel, Ende des Zitats. Noch höhere Wertschätzung erfahren die Lumpen 1801 in Johann Georg Krünitz' Ökonomischer Enzyklopädie. Wer in ihnen einen, Zitat, Lappen im verächtlichen Verstande sieht, täusche sich, Zitat, so geringfügig die Lumpen nun auch manchem scheinen mögen, so sind sie dennoch zu verschiedenen sehr wichtigen Manufakturen ein unentbehrliches Material. In der Geschichtsschreibung der letzten 50, 60 Jahre lassen sich kaum Spuren der Wertschätzung für die Lumpen finden. Es ist daher wenig überraschend, dass Siegfried Krakauers Studie »Geschichte vor den letzten Dingen« unter Historikerinnen und Historikern kaum ein Echo gefunden hat. Unzeitgemäßer hätte das Buch kaum sein können, das 1969 auf dem Höhepunkt der Versozialwissenschaftlichung der Geschichte erschien, als viele von analytischer Schärfe und methodischer Strenge träumten. Keine zweite Theorie der Geschichte argumentiert so entschieden, dass Historiker und Historikerinnen sich den lumpigen Überresten der Vergangenheit zuwenden müssten, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Diese Aufgabe bestehe darin, sowohl, Zitat, geschichtsphilosophische Spekulation samt ihrer pauschalen Bedeutung, als auch die scientistische Logik der, Zitat, Wissenschaften samt ihren Naturgesetzen zu vermeiden. Begreife sich der Historiker als Lumpensammler, so Krakauer, trete in sein Blickfeld ein, Zitat, Konglomerat aus besonderen Ereignissen, Entwicklungen und Situationen menschlicher Vergangenheit, einander folgende und oder gleichzeitig existierende Phänomene, die zusammengenommen die historische Wirklichkeit ausmachen. Wie solche Überlegungen Krakauers bereits nahelegen,
ist das erste Opfer der Rede von der theoriegeleiteten Geschichtswissenschaft, die Geschichtstheorie, als eine eigenständige Reflexion über die spezifische Form und die besondere Stellung des historischen Wissens. Nur in Klammern sei angemerkt, es ist in diesem Zusammenhang dann auch kein Zufall, dass die einzigen deutschen Universitäten, die in den 60er Jahren Lehrstühle für Geschichtstheorie eingerichtet hatten, Bochum und Bielefeld, diese längst abgewickelt haben. Jedenfalls zeigt auch ein flüchtiger Blick in Siegfried Krakauers Opus Magnum, was dabei verloren ging. In seiner Geschichtstheorie zog Krakauer die Summe eines eigensinnigen Gelehrtenlebens, die sich vor allem aus drei Quellen speist. Erstens griff Krakauer zurück auf seine Feuilletons für die Frankfurter Zeitung und das Interesse der frühen Frankfurter Schule an der Fotografie, dem Kino und der Unterhaltungskultur der Zwischenkriegszeit, als deren anregendster Deuter er schon seinen Zeitgenossen gegolten hatte. Begegnet einem in Krakauers frühen philosophischen Texten noch der Schwulst einer orientierungsbedürftigen Seele, begann er mit jedem Artikel, den er ab 1920 für die Frankfurter Zeitung schrieb, seine Sprache gleichsam zu entschlacken. So wie Heinrich Heine ein Jahrhundert zuvor vor der, ich zitiere, hofmännisch abgekälteten Kanzleisprache, der abstrakten Trockenheit und den metaphysischen Abstraktionen des deutschen Idealismus gewarnt hatte, erprobte Krakauer als Gegenprogramm den scharfen Blick des Feuilletons auf jene widersprüchliche Wirklichkeit, die jenseits der geschichtsphilosophischen Sicherheiten zu finden war. Zunehmend rückten die Phänomene näher und anschaulicher in den Blick. Statt über Niedergang, Zerfall und Sinnverlust zu klagen, wollte Krakauer der zeitgenössischen Wirklichkeit auf die Spur kommen. Statt diese auf abstrakte Begriffe zu bringen, interessierte er sich für konkrete Details. Ich zitiere, infolge der Überspannung des theoretischen Denkens, klagte Krakauer bereits 1922 in dem Essay Die Wartenden, Zitat, sind wir dieser Wirklichkeit, die von leibhaftigen Dingen und Menschen erfüllt ist und deshalb konkret gesehen zu werden verlangt, in einem entsetzenerregenden Maße ferngerückt. Ende des Zitats. Es ist ein Irrtum zu glauben, es seien, Zitat, die großen Geschehnisse, die den Menschen bestimmen, betonte er in seiner 1930 veröffentlichten Studie Die Angestellten. Zitat, tiefer und dauernder beeinflussen ihn die winzigen Katastrophen, aus denen der Alltag besteht. Die Methode Krakauers verglich Benjamin 1930 mit der Arbeit eines, und das kennen Sie vermutlich alle, dieses Zitat, mit der Arbeit eines Lumpensammlers, frühe im Morgengrauen, der mit seinem Stock die Rede Lumpen und Sprachfetzen aufsticht, um sie murrend und störrisch, ein wenig versoffen, in seinen Karren zu werfen, nicht ohne ab und zu den einen oder den anderen dieser angeblichen Cartoone, Menschentum, Innerlichkeit, Vertiefung, spöttisch im Morgenwinde flattern zu lassen. Ein Lumpensammler, frühe im Morgengrauen des Revolutionstages. Ende des Zitats. Zweitens interessierte sich Krakauer im amerikanischen Exil zunehmend für Grenzen und Möglichkeiten der Geschichtsschreibung. Während er seine Theory of Film niederschrieb, arbeitete er gleichzeitig, das hat Jörg später ja auch schon betont, als Berater für amerikanische Wissenschaftsstiftungen. Diese Tätigkeit brachte ihn in Kontakt mit den bedeutendsten Emigre-Scholars seiner Zeit, etwa Paul Oskar Christella, Erwin Panofsky oder Erich Auerbach. Wie Krakauer sorgten sich diese drei Cold War Humanists über den Triumph des scientistischen Wissenschaftsverständnisses der Sozialwissenschaften in der Hochzeit des Kalten Krieges, weil dieses die Geisteswissenschaften als eine spezifische Form des Wissens bedrohe. Weder Auerbach noch Krakauer waren dabei wunderliche Realisten. Sie suchten ein Verständnis von Wirklichkeit zu verteidigen, in dem, ich zitiere Krakauer,
das Gewebe des täglichen Lebens den Maßstab des Realismus bildete. Stendhal betonte Auerbach 1946 in seiner Untersuchung der dargestellten Wirklichkeit, behandle, ich zitiere, überall die ihm entgegentretende Wirklichkeit selbst. Je prends au hasard ce qui se trouve sur ma route. Nur so könne man, Zitat, die Willkür des eigenen Konstruierens ausschalten, um sich, Zitat, sich der gegebenen Wirklichkeit auszuliefern. Also Krakauer bringt das dann auf den Begriff der passiven Aktivität, der in Geschichtsbuch immer wieder auftaucht. Damit hatte Krakauer einen kongenialen Gesprächspartner gefunden. 1951 schrieb er an Krakauer, dessen Studien hätten ihm, Zitat, die Notwendigkeit bewusst gemacht, den geschichtlichen Aspekt in die Social Sciences einzuführen, die daran krankten, dass sie Geschichte unter Berufung auf ihre angebliche Unwissenschaftlichkeit ablehnen. Das Ideal unserer Social Sciences sind die Naturwissenschaften und dem Streben nach Objektivität lassen sie jeden Inhalt aus, der so oder so aufgefasst werden kann. Dies führt zu einer Verarmung und zu einer statistischen Lösung von Problemen, die völlig unwesentlich sind, Ende des Zitats. Und die Figur, mit der sich Krakauer identifiziert in der Einleitung des Geschichtsbuchs, das ist sozusagen programmatisch, ist Erasmus, der gleichsam dafür steht, dass man die Dinge so oder so betrachten kann und sich in den Religionskriegen der frühen Neuzeit eben nicht entscheiden muss. Krakauers Kritik richtete sich dabei nicht gegen die Soziologie oder andere sozialwissenschaftliche Fächer an sich. Sein Unbehagen galt vielmehr einem allzu scientistischen Verständnis der Sozialwissenschaften, vor dem Krakauer etwa 1952 in der Zeitschrift Public Opinion Quarterly warnte. Die Vertreter der Exact Science würden zugleich die Objektivität ihrer quantitativen Methoden überschätzen und die Nachteile der qualitativen und damit notwendigerweise subjektiven Herangehensweise übertreiben. Subjektivität stehe der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht im Wege, sondern sei vielmehr, ich zitiere, indispensable for the analysis of materials which vanish before our eyes when subjected to a treatment confounding them with dead matter. Diese Skepsis gegenüber dem heroischen Scientismus teilte Krakauer mit führenden Soziologen seiner Zeit, wie etwa C. Wright Mills oder dem sozialwissenschaftlich interessierten Historiker Richard Hofstadter, Karl Mannheim natürlich und vor allem Robert Merton, in dessen Forschungskolloquium an der Columbia Krakauer ein gern gesehener Gast war. Gerade bei diesen Emigre-Scholars korrespondierte diese Skepsis mit einem emphatischen Begriff der Wirklichkeit, der die Gespenster des Totalitarismus bannen sollte. Unverzichtbar für den öffentlichen Streit in der Demokratie, so Krakauer 1937, sei die, Zitat, Scheidung von Lüge und Wahrheit. Konstitutiv für den Totalitarismus sei dagegen die immerwährende Verlockung, vor der Wirklichkeit zu fliehen. Im Nationalsozialismus wie im Faschismus ziele die, Zitat, totale Verdrehung von Tatsachen dank ihrer ungeheuren Frechheit darauf, eine Oszillation von Lüge und Wahrheit zu erzeugen, die deren Unterscheidung verwehrt, um so die Empfänger der Propaganda in dieselbe Verwirrung zu bringen, der die Besucher eines Spiegelkabinetts ausgesetzt sind. Die wichtigste Form der totalitären Propaganda seien fantastische Versprechungen, an die sich die Menschen klammerten, ohne viel danach zu fragen, durch welche Mittel die Rettung aus der Augenblicksnot bewerkstelligt werden soll. Der von den gesellschaftlichen Realitäten hervorgebrachte Terror mehrt die Bereitschaft, Illusionen für Realitäten zu halten. Ende des Zitats. Die Folgen dieses rauschhaften Lebens im totalitären Spiegelkabinett analysierte dann Hannah Arendt. Und ich zitiere aus ihrem berühmten Aufsatz im Commentary über ihren Besuch in Deutschland, 1950 zuerst erschienen: The most striking and frightening aspect of the German flight from reality
is the habit of treating facts as though they were mere opinions. In all fields, there is a kind of gentleman's agreement by which everyone has a right to his ignorance under the pretext that everyone has a right to his opinion, and behind this is the tacit assumption that opinions really do not matter. This is a very serious thing because the average German honestly believes this free-for-all, this nihilistic relativity about facts, to be the essence of democracy. In fact, of course, it is a legacy of the Nazi regime. The lies of totalitarian propaganda are distinguished from the normal lying of non-totalitarian regimes in times of emergency by their consistent denial of the importance of facts in general. All facts can be changed and can be made true. Das Pathos, das dem Versuch der Emigre-Scholars innewohnte, einen belastbaren Begriff von Wirklichkeit und Wahrheit zurückzugewinnen, das manchem Nachgeborenen lange als naiv erschien, hatte also eine immanent politische Bedeutung und war alles andere als wunderlich. Und diese politische Bedeutung ist etwas, dessen Reichweite uns erst im Zeitalter von Fake News wieder vor Augen steht. Alles gut, danke. So, und damit komme ich nach der dritten Quelle. Komme ich zur dritten Quelle. Auch die hat Jörg später schon erwähnt, nämlich, dass sich Krakauers Interesse an der spezifischen Form geisteswissenschaftlicher Erkenntnis eng mit den Interessen einer jüngeren Generation deutscher Geisteswissenschaftler wie Hans Blumenberg oder Clemens Heselhaus, Hans-Robert Jauss und Reinhard Koselleck berührte, die 1963 die Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik gründeten und für eine kurze Blütezeit des geschichtstheoretischen Denkens sorgten. Auf Krakauers Vorschlag hin, es war für alle Beteiligten ein Glücksfall, dass Krakauer seit 1964 an den jährlichen Treffen der Gruppe teilnahm. Auf seinen Vorschlag hin beteiligte sich Poetik und Hermeneutik 1966 mit dem Thema, und auch die Formulierung stammt von Krakauer, die nicht mehr schönen Künste. In diesem Rahmen präsentierte Krakauer seine Thesen über allgemeine Geschichte und den ästhetischen Ansatz und Reinhard Koselleck seinen Aufsatz über den Zufall als Motivationsrest in der Geschichtsschreibung. Besonders Koselleck tat es Krakauer an. Nach dem Abschlussessen in dem Lindauer Restaurant, damals haben die sich noch in Lindau getroffen, nicht in Bad Homburg, nach dem Abendessen in dem Lindauer Restaurant Der liebe Augustin, notierte Krakauer in seinem Tagebuch, ich zitiere, at our table, Taubes, Isa and Koselleck, zweimal unterstrichen, who is particularly nice and concedes much, Ende des Zitats. Insofern überrascht es kaum, dass der Surkamp Verlag nach Krakauers Tod nicht etwa einen der Köpfe der kritischen Theorie, sondern Reinhard Koselleck bat, den für die Edition Surkamp geplanten Band über Siegfried Krakauer herauszugeben. Ein Vorhaben von Reinhard Koselleck, das so wie viele andere Vorhaben von Reinhard Koselleck nie zu Ende geführt wurde. Als Geschichtstheoretiker stand Krakauer der Geschichtsphilosophie und sei es einer Geschichtsphilosophie, messianischen Geschichtsphilosophie im Anschluss an Benjamin, ebenso skeptisch gegenüber wie dem Zientismus der historischen Sozialwissenschaft. Aus Furcht vor, Zitat, allem endgültig Fixiertem, galt sein Interesse den Zwischenräumen. Mit Wohlwollen las Krakauer, wie er 1962 an seinen engsten Freund Leo Löwenthal schrieb, ich zitiere, die gelegentlichen Gedanken, die sich Practicing Historians über ihr Metier machen. Sie seien, Zitat, aufschlussreicher als die meisten Geschichtsphilosophien proper. Insbesondere, Zitat, liebe er, Krakauer,
die Unausgegorenheit der Gedanken von Historikern. Sie sind auch richtig darin, dass sie nicht zu Ende gedacht sind. Ende des Zitats. Wie die fotografische, begriff Krakauer die historische Wirklichkeit als eine Form der Wirklichkeit, die sich dem Zugriff sozialwissenschaftlich-systematischen Denkens entzieht. Wie er es in seinen kulturwissenschaftlichen Arbeiten vormachte, dachte er durch die Dinge statt über sie hinweg. Und ich zitiere: "It is specialized research which brings us close to the real things and their interrelations", notierte Krakauer kurz vor seinem Tod. As Abi Warburg put it, "God is in the detail, a dictum which no scholar would seriously question. Take any scholar in the humanities, since God is in the detail, he naturally must be a specialist. But since his task is to discover him, God, in the detail, to interpret his, God's material, that is, he is a good specialist only if he is more than that, that is, a humanist." Ende des Zitats. Seine Neugier galt daher dem Detail und den fragmentarischen Spuren. Im Marseiller Entwurf zu einer Theorie des Films notierte Krakauer 1940, im Sinne eines hintersinnigen Empirismus richte sich sein Interesse auf den, Zitat, "Abfall, Müll, Lumpen, Schmutzwinkel, alles das, was man hinter sich lässt, wovon das Leben sich abkehrt." Insofern sei die Arbeit des Historikers am ehesten mit der eines Fotografen vergleichbar. Als einer der Begründer der Medientheorie stand Krakauer die enge Beziehung zwischen einem Medium und der spezifischen Aneignung von Wirklichkeit vor Augen. Zitat: "Ich bin der Ansicht, dass die Produkte eines Mediums mit spezifischen Merkmalen umso befriedigender ausfallen, je mehr sie sich auf diese Merkmale stützen", betonte er. Und weiter, Zitat: "Eine Leistung, die die vorhandenen Eigenheiten des Mediums missachtet, verletzt vermutlich unsere Gefühle, die alten Eisenkonstruktionen mit ihren Anleihen bei neugotischer Steinarchitektur sind so irritierend wie ehrwürdig." Laut Krakauer kommt, Zitat, "der Fotograf nicht zu seinem Recht", Zitat, "wenn er nicht versucht, das zu tun, was seine Kamera ihm besser als irgendeinem anderen zu tun erlaubt. Er muss beim Erfassen und Durchdringen der physischen Wirklichkeit bis zum Äußersten gehen. Der echte Fotograf", schließt Krakauer, "bietet seine Existenz nicht dazu auf, sie in autonomen Schöpfungen zu entladen, sondern sie in die Substanz von Erscheinungen des wirklichen Lebens vor seiner Linse aufzulösen, sodass sie sowohl unversehrt bleiben als auch transparent werden." Aus diesen Überlegungen zu dem spezifischen Charakter jeder Wirklichkeit, die er am Beispiel der fotografischen Wirklichkeit gewonnen hat, leitet Krakauer seine geschichtstheoretische These ab. Analog zum fotografischen Ansatz, Zitat, "bewahrheitet sich der historische Ansatz nur, wenn die spontane Intuition des Historikers mit seiner Loyalität gegenüber den Tatsachen nicht in Widerspruch gerät, sondern umgekehrt seiner Einfühlung und Versenkung in das Beweismaterial zugutekommt. Nun wird man besser verstehen", schließt Krakauer, "warum Historiker in seinem Sinne, Zitat, von Misstrauen gegen philosophische Spekulation erfüllt sind, die wie zu weite Kleider locker am Gerippe der Fakten hängen." Man kann, aber man muss nicht daran glauben, dass Lumpensammler sich im Morgengrauen des Revolutionstages auf den Weg machen. Aber vielleicht könnte es sich für Historikerinnen und Historiker lohnen, genau hinzuschauen und die historische Wirklichkeit im Detail zu entdecken. Könnte es sich lohnen, sich als Lumpensammler zu begreifen, die sich auf die Suche nach unentbehrlichem Material für sehr wichtige Manufakturen begeben. Die Voraussetzung für diese Suche nach der Wirklichkeit ist eine fantasievolle Neugier, die ahnt, dass die anregendsten Fragen jene sind, die so oder so aufgefasst werden können.
Mit dem Verzicht auf letzte Fragen, eindeutige Antworten und analytische Präzision öffnet sich der Blick für Widersprüche und Paradoxien, Zwischenräume und Ambivalenzen. Der Weg des Lumpensammlers ist immer um- und abwegig. Es geht um das Besondere und das Konkrete, das Randständige und das Exzentrische. Es geht um Natalie Seaman Davis zu zitieren, die eine sehr präzise Leserin und Deuterin von Krakauers Geschichtsbuch ist. Es geht, um Natalie Seaman Davis zu zitieren, um the creative and disruptive presence of the other, the outsider, the stranger, the alien, the subversive, the radically different in systems of power and thought. Laut einem alten Topos ist die Beschäftigung des Historikers mit der Vergangenheit vergleichbar mit der Reise in ein fremdes Land. Aber für Touristen wie für Historiker gilt, dass sie allzu oft allein, und ich zitiere Krakauer, die Sehenswürdigkeiten wahrnehmen, um deren Willen sie gekommen sind. Im Grunde, notiert Krakauer, reisen viele Leute ins Ausland, ohne irgendetwas zu sehen. Krakauers Einsicht scheint mir für unser Verständnis besonders der neueren und neuesten Geschichte zu gelten, dass ganz im Zeichen von abstrakten Schlagworten und gewichtigen Gesamtdarstellungen steht, die vielbändig wie sie sind, einschüchtern, statt Neugier zu wecken. Unabhängig von der Frage, ob diese Darstellungen sich eher als National-, Gesellschafts- oder Globalgeschichte begreifen, bestätigen Sie Krakauers These, wo die Grenzen aller dieser Genres der Geschichtsschreibung liegen. Im Falle der, ich zitiere Krakauer, darauf hatte Jörg später auch schon hingewiesen, im Falle der Allgemeingeschichte würden, Zitat, ästhetische Arrangements von äußerer Verzierung zur inneren Notwendigkeit. Diese Arrangements seien, Zitat, dazu erdacht, Muster zu ergeben, die das Unverbundene verbinden, täuschende Zusammenhänge stiften und alles in allem die Einheit der zeitlichen Abfolge verfestigen. So werden, schließt Krakauer, Zitat, willige Leser sicher durch die Zeit geleitet. Sie gleichen jenen, Zitat, Karawanen von Urlaubern und Touristen, auf die man in Europa stößt, ohne Gelegenheit von der vorgeschriebenen Route abzuweichen, die ihre jeweiligen Reiseagenturen planten. Ende des Zitats. Am Ende stehen beeindruckende Panoramabilder, die den Blick eher, Zitat, verstellen als zu schärfen, da die Allgegenwart von Bekanntem die Neugier hemmt. Aber, und damit komme ich zum Schluss, es gibt auch eine andere Art des Reisens, jene der Um- und Abwege, die es uns erlauben, die Geschichte neu zu entdecken. Als Lumpensammler könnte sich Krakauer dabei als ein störrischer Reisebegleiter erweisen, als ein eigensinniger Weggefährte für alle, die bereit sind, sich auf Abwege zu begeben, dort, wo die Hände schmutzig, die Gedanken verschwommen, aber frei und die Großtheorien fragwürdig werden, um dann über den Wert der Lumpen nachzudenken, die man dort im Morgengrauen aufstechen kann. Vielen Dank.
Ja, wir haben jetzt noch gut eine halbe Stunde Zeit für die Diskussion und ich möchte erst einmal Sie beide fragen, ob das war der Schmerz. Wollen Sie erstmal unmoderiert aufeinander reagieren? Ja? Gut. Muss ich was verändern? Nein. Ja, Till, jetzt sitzen wir hier. Wir schauen ja sozusagen vom selben Ufer auf dieses Buch und nämlich vom Fach Geschichte. Wir sind ja beides Historiker. Und es ist natürlich jetzt wäre sehr interessant zu hören, was dann Philosophen dazu sagen, also die eine ganz andere Fragestellung oder Herangehensweise haben wie wir. Und du hast ja schon gesagt, bist im Großen mit mir einverstanden, ich bin auch im Großen mit dir einverstanden. Allerdings hoffe ich nicht, dass dein Plädoyer auf dein Lob der Lumpen auf einen Lumpenkult hinausläuft. Das wäre ja sicherlich nicht im Krakauer Sinne, der gesagt hat, naja, ohne den Blick auf das Ganze, ohne die alten philosophischen Fragen, geht es auch nicht. Ja? Also so ein Lumpen, der sagt uns ja nichts. Wenn ich den Lumpen nehme, dran rumrieche, ihn angucke, dann würde ich sagen, der stinkt, der ist komisch. Ja, und der Lumpen wird ja nur interessant, wenn ich dann auf einmal behaupte, an den Lumpen erkennt ihr die Gesellschaft. Das, was der Abfall ist, so ist die Gesellschaft. Das ist erstmal eine Behauptung von mir, die dieses Detail, dieses kleine Ding, Lumpen, in einen Zusammenhang stellt. Ja, also ohne das kommen wir nicht aus. Oder wenn ich überlege, naja, dieser Lumpen war ja mal ein Kleidungsstück, das produziert wurde in einer Fabrik und die Bedingungen der Produktion waren so und so und das war, bewerte ich so und so, mit bestimmten normativen Voraussetzungen. Also ich habe immer Voraussetzungen. Ich kann nicht so tun, als dass ich Mikrohistorie schreibe ohne makrohistorische Annahmen. Die Frage ist nur, wie tun wir das und mit welcher Gewichtung und wie legitimieren wir uns, wenn wir Zusammenhänge herstellen. Wir stellen immer Zusammenhänge her. Ohne das ist das Ganze sinnlos. Auch das hatte ich ja gesagt, das mit den Zwischenräumen, Hohlräumen, das hört sich total toll an, ist sehr vage, ist total richtig. Aber es ist ja die Rede von einem Zwischenraum ist sinnlos ohne ein Ganzes. Vorauszusetzen, wobei das ja nicht heißt, dass ich dann behaupten kann, zu wissen, was das Ganze ist. Aber die Frage muss ich stellen. Und deswegen, du hast also ein bisschen einen Angriff auf die großen Synthesen gemacht. Hast du wahrscheinlich den Osterhammel, 19. Jahrhundert, die Verwandlung der Welt im Kopf oder Herbert, 20. Jahrhundert oder so. Ich würde nicht so schlecht darüber denken. Ich bin, um mal aus meinem Alltag zu berichten, ich bin Redakteur einer geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift, Journal of Modern European History heißt sie, aber das gilt für alle anderen auch. Dort werden Texte abgedrückt, die ich eher als blindes Gewusel bezeichnen würde, die gar keine Fragestellung haben, die irgendwie problemrelevant wäre, die irgendeinen Anspruch hätte, sondern das ist ein selbstreferenzielles Gespräch von Leuten, die irgendwelche Ansätze haben und zeigen wollen, dass sie ihren Ansatz irgendwie anwenden können. Ja? Das ist der Zustand. Nicht, der Zustand der Geschichtswissenschaft ist nicht, dass es große Bücher gibt. Ich bin froh, dass es einen Hobsbawm gibt, der 3 Bände über die Geschichte des Kapitals im 19. Jahrhundert schreibt. An denen kann ich mich orientieren. Das gibt mir Fragestellungen vor, die ich dann an einem konkreten Material im Kleineren abarbeiten kann. Also ich würde das Problem in unserem Fach eher nicht drin sehen, dass heute, vor 50 Jahren, das Buch ist 50 Jahre alt, war es vielleicht anders, aber ich würde das Problem nicht daran sehen, dass wir heute zu viele große Fragen und große Thesen hätten, sondern dass wir überhaupt keine Fragen haben und belanglose Thesen. Sie ist schon an. Ist an? Okay. Ja, vielen Dank, Jörg. Vielleicht, also ich denke, für die Diskussion lohnt es sich, 2 Fragen zu unterscheiden. Das eine ist, wie lesen wir Krakauers Buch und welche Interpretation von Krakauers Buch wird
Krakauer gerecht oder mehr oder weniger gerecht? Ne? Das ist ja eine völlig andere Frage, wie wir den Zustand der Geschichtsschreibung, Geschichtswissenschaft heute beurteilen. Ich will das gar nicht, und ich glaube, wir können darüber gerne diskutieren, aber ich glaube, das wird Sie auch gar nicht so interessieren. Was jetzt das Krakauer Buch selber angeht, glaube ich, ist, wenn, also die beiden, die ja mit diesem Bild des Lumpens immer wieder spielen, sind Benjamin und Krakauer. Beide sind natürlich Baudelaire-Leser und sie kennen alle das Gedicht, dessen Name mir natürlich jetzt nicht einfällt, in Les Fleurs du Mal, wo der Lumpensammler im Zentrum steht. Und der Lumpensammler ist eben nicht nur eine spezifische Figur, die die Gesellschaft beobachtet und Phänomene beobachtet und andere Dinge und Dinge sieht, die andere Leute übersehen, sondern er sammelt eben Lumpen. Und Lumpen sind nicht einfach nur beliebige Überreste der Vergangenheit, sondern Lumpen sind per Definition wert, ist sozusagen der wertvolle Rohstoff. Ja, und daher kommt ja dieses Bild, und ich kann das nicht belegen, aber ich gehe mal davon aus, dass sowohl Benjamin als auch Krakauer noch vor Augen stand, dass der Beruf des Lumpensammlers typisch war für das ländliche Judentum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die damals noch sehr, also häufig in großer Armut gelebt haben, aber das eine Möglichkeit war, den Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, Lumpen als Bild meint nicht etwas, was Beliebiges, was der von der Vergangenheit übrig geblieben ist, also im Sinne eines beliebigen Überrestes, sondern es hat eine bestimmte Qualität und in den Dingen selbst ist schon ein bestimmtes Erkenntnispotenzial angelegt, was die historische Wirklichkeit angeht. Das Zweite ist, das ist trivial, aber ich nehme einfach nur die Formulierung von Giovanni Levi, Mikrogeschichte heißt nicht kleine Dinge untersuchen, sondern große Fragen im Kleinen zu untersuchen. Das versteht sich ja von selbst. Egal, welche Spielart der Mikrogeschichte oder Alltagsgeschichte hier ins Spiel kommt, scheint mir das dann unproblematisch zu sein. Also ein Beispiel für die deutschsprachige Geschichtsschreibung, was ich sehr beeindruckend finde, ist Regina Schultes Buch »Das Dorf im Verhör«, 1989 erschienen, ist meines Erachtens eine der wichtigsten Studien der deutschen Geschichtswissenschaft, die nach 1945 erschienen sind. Aber das wird überlagert, wenn man so Dinge nimmt wie Leibniz-Preise oder sonstige honorige Auszeichnungen von diesen Herren, die diese dicken Gesamtdarstellungen geschrieben haben, mit mehreren tausend Seiten, mindestens. So. Und dann der letzte Punkt ist, was jetzt sozusagen die Schreibstrategie angeht, was man bei Regina Schulte, Natalie Seaman-Davis, Carlo Ginzburg ja immer wieder beobachten kann, ist, dieser sozusagen genaue Blick aufs Detail und das Spiel mit dem, was man mit Krakauer dann Close-Ups nennen könnte. Und die Close-Ups sind eben eine Technik, die man bei Gesamtdarstellungen dann wiederum einsetzen könnte, wenn man es denn wollte. Ne? Aber ich glaube, und das ist dann auch ein Problem, nicht nur der deutschsprachigen Gesamtdarstellung, dass da häufig eine Entfernung zur historischen Wirklichkeit eingezogen ist, die es schwierig macht, diese Gesamtdarstellung mit Gewinn zu lesen. Und dann ein letzter Punkt, und das ist dann doch wieder ein bisschen noch ein Kommentar ins Fach hinein, was ich ganz gerne vermeiden möchte, aber das liegt mir sehr am Herzen. Einer der Gründe, weshalb ich immer wieder mich mit diesem Buch beschäftige, ist, dass ich dieses Buch auch in Workshops und Diskussionszusammenhängen mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen verwende, die in der Regel an Dissertationen sitzen. Und die empfinden dieses Buch als befreiend von dem Zwang, sich irgendwie zu Herrn Nipperdey oder zu Herrn Wähler, um zwei tote Autoren zu nennen, zu verhalten. Und dieses Moment der Befreiung, der Emanzipation von diesen großen Zwängen, sehe ich als enorm produktiv in dem Buch, egal was man als Grenzen oder Probleme der Argumentation Krakauers identifiziert. Das Buch hat was enorm Spielerisches, finde ich, und ich glaube, dass das Spielerische eben dann gerade für Jüngere als eine Befreiung erlebt wird. Ich gucke schon, wollen Sie gerade replizieren? Sonst gucke ich dann schon langsam in die Gegend, in die Runde, möchte aber vielleicht doch an der Stelle kurz anschließen. Und zwar
mit einer sehr externen Frage. Also ich bin keine Historikerin, ich kenne das Metier nicht. Und jetzt gerade im Dialog haben Sie ja nochmal so beschrieben, diesen Ort des Historikers als irgendwie ein Ort zwischen allen Stühlen, aber ohne, dass dieser Historiker jetzt taumeln würde. Also Krakauer steht aufrecht. Aber es ist so etwas wie eine Mitte, die er lehrt, ein Mittelweg, den er lehrt, allerdings keine Vermittlung. Also das scheint mir so ganz entscheidend zu sein. Es ist eine Mitte zwischen Realismus, Konstruktivismus, dem Besonderen, dem Gewimmel, dem Allgemeinen, zwischen Gesetzmäßigkeit, Spontanität, Abstraktion und dann wieder dieser dichten Beschreibung. Und beides fordern Sie ja beide, denke ich, ein. Und ich glaube, das haben Sie gesagt, er begreift das als eine humanistische Position und deshalb auch Erasmus von Rotterdam, der da in diese Stelle eingerückt wird. Meine Frage ist, und jetzt eben wirklich als eine, die von außen drauf guckt, scheint in dieser Position der Mitte, was eine humanistische sein soll, scheinen da Normen auf? Gibt es da eine Norm? Ist Krakauer von einer normativen Einstellung getragen, die sich benennen lässt? Also, oder noch einmal anders und mit einer Verschiebung dann gefragt, was ist sein Gegenwartsinteresse? Weshalb guckt er auf Geschichte? Weshalb betreibt er Geschichte? Kann man das benennen? Oder noch mal anders gefragt, wie eigentlich sortiert man Lumpen? Also nicht jeder Lumpen taugt für die Geschichtsschreibung. Also was ist da so eine leitende Orientierung? Ich meine, Till, du hast eins gesagt, es geht um die Rettung von Wirklichkeit. Es geht um Verteidigung von Realität, Wirklichkeit gegen Ideologie, gegen Lüge, gegen Propaganda. Aber das ist so auch etwas ja, sehr Spezifisches. Also die Frage, was wird gesucht in der Geschichte? Oder was sucht Krakauer in der Geschichte? Darf ich das in die Runde geben? Und ich gucke dann nachher da weiter. Ja. Erst dann. Ja. Ja, also Krakauer fand die Geschichte ja nur so toll, weil er Philosoph ist. Wäre er Historiker gewesen, hätte er was anderes suchen müssen, wo er seine Zwischenräume sucht. Ich glaube eben, das ist ein Idealbild von Erkundungen historischer Wirklichkeit, die er da zeichnet und die natürlich die Erkundung auch der aktuellen Gegenwart für ihn meint. So, das ist sozusagen immer bei Krakauer also ein Lebensmotiv in Verbindung, Rosa hätte gesagt, in Resonanz, glaube ich, gar nicht so verkehrt, mit der Wirklichkeit zu kommen. Das ist ein Grundmotiv. So, und er arbeitet sich an zwei Massiven ab, die ihnen offensichtlich als das Problem erscheinen. Das eine ist die von Hegel herkommende Geschichtsphilosophie, überhaupt der deutsche Idealismus, den er mit dem er groß geworden ist, den er sich als Autodidakt angeeignet hat, mit dem er gerungen hat, mit dem er, den er hinter sich gelassen hat, der sozusagen fast in einen Anti-Idealismus übergegangen ist und mit einer sehr speziellen Suche nach materialistischen Denken. Das ist das eine. Und das andere, hatte Till ja gesagt, dass das neue Massiv ist das scientistische Denken, das auch in den Sozialwissenschaften Einzug gehalten hat. So, das ist die Lage 1970 und da versucht er, sich zu verorten in diesen beiden Massiven und Freiräume zu schaffen für unkonventionelles, nicht in der Wissenschaft verankertes Denken, also das, was er eigentlich macht. Ja. Für sich sucht er die zu suchen, das ist sein Motiv und er denkt, dass er damit einem humanistischen Anliegen, dass er es stützt und fördert.
So, jetzt wäre natürlich interessant zu hören, sind wir eigentlich überhaupt noch in, das ist die Situation 1970, diese beiden Massive, gegen die Krakauer kämpft, was ist denn heute die Situation? Das wäre eine Frage, die mich interessiert. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, in Geschichte, in dem Fach ist es trostlos. Natürlich bewegt man sich in irgendwelchen Zwischenräumen, aber man weiß gar nicht mehr, dass man sich in Zwischenräumen bewegt, weil niemand mehr solche Fragen überhaupt stellt und sich für solche Fragen interessiert. Aber das wird in den anderen Fächern in der Soziologie und in der Philosophie wahrscheinlich, wo man mehr traditionell mit Theorie zu tun hat, sicherlich anders sein. Das wird man wahrscheinlich nicht mehr so übernehmen, zu sagen, wir müssen gegen Positivismus kämpfen und gegen metaphysische Dinge. Heute gibt es doch ganz andere Battles, die da ausgetragen werden. Und auch bei uns ist es ja ein Mikro-Makro-Battle. Ich meine, das ist ja nicht mehr so interessant, weil man muss gute Bücher machen, eben beides, ne? Und kämpfen nicht gegeneinander. Auch noch dazu. Ja, also vielleicht ganz kurz zu diesem, wie soll man das sagen, biedermeierlichen Begriff des Humanismus, der aber für Krakauer, Panofsky, Auerbach und diese Leute zentral war. Also das eine, was natürlich bemerkenswert ist, wenn man sich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges mit Erasmus identifiziert, dann entzieht man sich natürlich auch bestimmten ideologischen Gewissheiten und Konfrontationen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, in der konkreten Arbeit ist eben dann, bekommt der Begriff der Wirklichkeit ein Pathos, das uns lange unverständlich blieb, aber was wir, glaube ich, jetzt wieder neu verstehen, wie ich das andeutete im Zeitalter von Filterblasen, Fake News, Corona-Leugnern, Leuten, die glauben, dass in Butscha die Ukrainer die Verbrechen selber begangen haben und so weiter. Ne? Und da ist dann dieses emphatische Festhalten an einer beobachtbaren Wirklichkeit, wie es typisch ist für Auerbach, aber eben dann auch, und das ist einer der Schlüsselreferenzen bei Krakauer auch, bei Panofsky. Also Panofskys Dürerbuch ist ein Buch, das Krakauer wahnsinnig bewundert. Und was bewundert er? Die präzise Analyse der Bilder, die quasi die, wenn man so will, ideologische Überhöhung in der Dürer-Rezeption unterlaufen kann. Also ich glaube, dass sie sich immer wieder ideologischen und dann im übertragenen Sinne auch geschichtsphilosophischen Gewissheiten verweigern. Und bei Krakauer ist dann eben Burckhardt wiederum eine Schlüsselreferenz. Und an einer entscheidenden Stelle im Buch zitiert er Burckhardt und sagt dann, das entspricht Wordsworth. Ich habe das Zitat leider jetzt nicht genau im Kopf, aber Wisdom is nearer when we stoop, also wie die Wildschweine unten im Wald herum am Boden rumschnüffeln, than when we soar. Ja, und als wenn wir, es ist besser, wir sind das sozusagen am Boden herumlaufende Schwein als Wirklichkeitswissenschaftler, als wenn wir die Adler sind, die alles im Blick haben. Und dann, die Pointe sei erlaubt, Jürgen Osterhammel hat natürlich in seinem letzten Buch ausdrücklich betont, dass der Historiker wie der Adler ist, der ganz oben am Himmel schwebt. Ja? Und ich will jetzt nicht Jürgen Osterhammel und sein wahnsinnig beeindruckendes Oeuvre irgendwie in Frage stellen, aber es ist natürlich interessant, nochmal darüber nachzudenken, ob wir nicht besser beraten sind, uns an den Wildschweinen und gleichsam als weltoffene Trüffelschweine in der Wirklichkeit zu bewegen, als Adler. Jetzt würde ich gerne öffnen in den Raum und die erste Wortmeldung genau war von Ihnen. Moment, das Raummikrofon müsste noch zu Ihnen kommen, hier in der dritten Reihe. Ja. Danke erstmal für die Vorträge, das war alles sehr anregend. Ich habe erstmal noch eine genealogische Frage und dann genau, und fange mit der an. Krakauer schreibt verschiedentlich ab 1964, also wirklich in den letzten Jahren, zum Beispiel an Erika Lorenz, das Buch solle ein letztes Kapitel haben mit dem Titel History in Our Time, was ja also dem letzten Kapitel in dem späten Filmbuch entspricht, in dem Krakauer dann eben in dem Filmbuch doch wieder den geschichtsphilosophischen Faden aufnimmt, irgendwie einen Bezug herstellt zu diesem alten Thema des Sinnverlusts, und also irgendwie stärker normativ auflädt, was er eigentlich will. Wenn ein solches Kapitel in History nicht drin ist, gibt es Belege dafür, warum er diesen Plan aufgegeben hat?
ist er dazu nicht mehr gekommen? Sagt das was über den Status dieses Buches, als das irgendwie Fragment geblieben ist? Also, und wenn man darüber jetzt so spricht, als sei das Befreiende daran, gerade das Fragmentierte und das Plädoyer für dieses irgendwo zwischen rumlaufen, ist das nicht vielleicht auch zum Teil die Folge dessen, dass er selbst dem Ganzen gar keinen letzten Guss mehr hat geben können? Dann zweitens, das ganz kurz, beide waren sich jetzt einig, dass das Buch noch aktuell ist, aber es wurde sehr wenig gesagt, warum jetzt nun eigentlich. Im einen Fall habe ich verstanden, dass es irgendwie das Plädoyer gegen Osterhammel und gegen die großen Leute, die doch noch die großen Bücher schreiben. Bei dir, Jörg, hatte ich eher das Gefühl, dass gerade das, wogegen Krakauer sich richtet, nämlich das Allgemeine, dadurch, dass er es noch miterwähnt, für dich aus umgekehrten Gründen als für ihn wiederum das Aktuelle in der Geschichtsschreibung in Krakauers Geschichtsphilosophie sein soll. Ja, vielen Dank. Ich werfe etwas dazwischen, nämlich den Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, wir müssen pünktlich aufhören. Also das müssen, und wir haben ungefähr 5 Wortmeldungen, die noch kommen. Also mache ich es kurz und knackig. Ansgar, jetzt kommen wir nicht, ich steige nicht in die Krakauer Philologie ein. Es ist auch zu lange her, muss ich gestehen, dass ich das Buch abgeschlossen habe. Du meinst das nicht fertig geschrieben, wo es nur diese Fetzen gibt im letzten Kapitel? Bitte? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Wenn es das ist, was noch als Fragment und Vorschrift gibt, dann ist die Antwort, er ist gestorben. Deswegen ist es nicht dazu gekommen. Aber man kann auch mit diesen Fetzen, bekommt man eine leichte Idee, wo der Weg hingehen würde. Aber das will ich jetzt nicht beantworten. Die zweite Frage war, für mich ist das Aktuelle an Krakauer vor allen Dingen der Gebrauchswert. Der Gebrauchswert, wenn ich ein Buch schreibe, zum Beispiel diese Sache mit den Close-Ups und Long-Shots, ja. Man erzählt meistens Geschichten auf dem Boden, aber wenn man nur kleine Dinge schildert, dann wird es einem schwindelig und irgendwann wird es einem übel und das ist too much. Man muss sozusagen ab und zu mal die Totale einblenden, damit man auch das Gewimmel irgendwie in einen Kontrast setzen kann. Und man ist von dem Zwang befreit, dauernd Synthesen zwischen beiden herzustellen. So, man kann die einfach mal nebeneinander stellen und sagen, der Krakauer hat das so vorgeschlagen. Also ich stimme mit allem überein. Mein Eindruck ist, dass eine der Dinge, die am Schluss des Buches auch eine Rolle spielen, ist Heidegger, Sein und Zeit und das Problem der Geschichtlichkeit in Sein und Zeit und ein Versuch einer sozusagen Kritik von Heidegger. Aber das, ich bin kein Heidegger-Experte und eigentlich auch kein Krakauer-Experte, aber so lese ich den Schluss, aber im vollen Wissen, dass der Schluss eben eigentlich gar nicht mehr von Krakauer ist, sondern nur auf Notizen beruht. Aber ich will an einem Punkt nochmal deutlich machen, worin ich den Gebrauchswert, um Jörg Späters Bild aufzugreifen, sehe. Gerade in den wenn Sie gerade auch mit NachwuchswissenschaftlerInnen im Fach Geschichte diskutieren, dann heißt Theorie immer Theorien in der Geschichtswissenschaft. Und dann lautet die Frage immer, mit welcher Theorie untersuchst du denn dein Thema? Mit welchem Ansatz untersuchst du denn dein Thema? Und berufst du dich auf Bourdieu oder Deleuze oder Butler oder wen auch immer? Ja? So, und da ist Krakauer enorm befreiend, weil er daran erinnert, dass historisches Denken und Forschen eine spezifische Form der Erkenntnis ist und sich nicht daran orientieren sollte, was andere Wissenschaften gerne von der Geschichtswissenschaft erwarten, ja? Sondern dass sie jede Wissenschaft immer eine spezifische Form der Deutung und Aneignung von Wirklichkeit ist und jede spezifische Form dann genau wie jedes Medium, wie der Film, die Fotografie, die Malerei, die Musik, ihre eigene, je eigene Berechtigung hat, ne? Und das heißt dann eben auch, dass die großen Bücher möglicherweise eben dann doch nicht die großen Gesamtdarstellungen sind, die wahnsinnig schnell veralten. Ja, natürlich können Sie heute noch Treitschke lesen, aber Sie lesen das nur noch aus historischem Interesse. Ja, und dann ist die Frage, ob wir nicht irgendwie Carlo Ginzburgs Der Käse und die Würmer, Regina Schulte habe ich schon genannt, Natalie Seaman Davis, Trickster Travels oder so, das sind die Bücher, die ich eben als große Geschichtswissenschaft verstehen würde, im Sinne Krakauers. Und ich denke, Krakauer wäre dann auch einverstanden
wo wir ihn nicht mehr fragen können. Ich habe als nächstes auf der Liste Axel Honneth, hier vorne. Und noch keine Meldung aus dem Chat. Ja, ganz herzlichen Dank für die beiden Vorträge. Ich halte meine Frage ganz kurz, sage aber vorweg, dass ich es einigermaßen riskant finde, Doktorantinnen und Doktoranden genau dieses Buch zu empfehlen, ehrlich gesagt. Mich lässt es ratlos und treibt mich manchmal in den Wahnsinn, weil ich tatsächlich die Konsistenz der Argumentation nie ganz habe entschlüsseln können. Was ich nicht glaube ist, und dezidiert nicht glaube ist, dass dieses Buch eine Empfehlung gibt oder methodische einen Ratschlag darstellt, Geschichte im Sinne der Mikrogeschichte zu treiben. Das sehe ich nicht. Ich sehe das weder in den Referenzen, ich meine, Burkhardt spielt eine zentrale Rolle, ja, als Referenz, der nun alles andere als ein Mikrohistoriker war, spielt auf eine eigentümliche Rolle, spielen die Vorbilder von Literaten, ja, die ja nun Wirklichkeit auch gestalten mit literarischen Mitteln, also Proust und Tolstoi, das wurde auch gesagt. Ich hatte ein bisschen den Eindruck bei Ihnen, Herr van Raden, dass Sie im Grunde genommen den Stil und die Methode der frühen Feuilleton-Artikel, ja, die nun tatsächlich sich wirklich glänzend mit dem Ausdruck Lumpensammler wahrscheinlich beschreiben lassen, irgendwie in die späte Buch hinein projizieren, ohne zu sehen, dass dieser alte Krakau eigentlich nach meinem Dafürhalten was anderes will. Was er genau will, finde ich wirklich schwierig zu identifizieren. Ich habe nachher auch eine kleine Idee in meinem Vortrag. Ich sage eigentlich nur, Lumpensammler, Mikrogeschichte à la Natalie Simon Davis oder Carlo Ginzburg, sehe ich wirklich nicht das, die Stellen, aus denen man das herausziehen könnte. Vielleicht gerade nach hinten geben. Oh. Also, es ist natürlich ein. Also, ja, also vielen Dank. In der Tat, Krakauer sagt jetzt nicht irgendwie, ich berufe mich auf die Mikrogeschichte, aber das wäre natürlich auch komisch, weil es die Mikrogeschichte zu der Zeit gar nicht gegeben hat. Und ich glaube auch, dass er dann an Burkhardt Dinge bewundert, die andere in Burkhardt gar nicht sehen. Ja? Insofern, glaube ich, kann man erstmal nur einfach als Befund konstatieren, dass diejenigen Namen, die wir jetzt schon genannt haben, aber ich kann Ihnen jetzt auch zum Beispiel viele afrikanische Kolleginnen und Kollegen nennen, die Krakauer lesen und denken, Wahnsinn, wir können endlich uns emanzipieren von bestimmten gleichsam großideologischen Vorgaben der westlichen Geschichtsschreibung, um eine andere Form von Geschichte zu schreiben. Ja? So. Und das finde ich einfach nur bemerkenswert und dann, wie soll ich das sagen, einladend. Und Verwirrung stiften bei Doktoranden und Doktoranden kann ja immer produktiv sein. Ne? So. Aber das Programm, was er selber entfaltet, ist eben ein Programm, das er genau wie Robert Merton zitiert, das ist diese Lawrence Stern Geschichte mit dem Esel, den man von Rom nach Loreto treibt, und dann sagt er, oder das ist ein Maultier, und dann sagt er, man kann das Maultier natürlich auf einem geraden Wege dorthin treiben, aber man sieht nichts. Und bei Stern ist eben die Geschichte in Tristram Shandy, und das ist ja programmatisch, man bewegt sich ständig auf Abwegen und kommt nie ans Ziel. Aber gerade weil man überhaupt nicht ans vermeintliche Ziel kommt, kommt man der Wirklichkeit näher. Ja? Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig umzusetzen in Dissertationen, ja? Überhaupt in Texten, weil wir ja irgendwie immer in Texten auch an ein Ziel kommen müssen. Aber trotzdem steckt darin eine ungemein, wie ich finde, anregende Provokation in diesem Bild, dass wir das Maultier gleichsam dass wir uns eher vom Maultier treiben lassen, als das Maultier auf einer geraden Linie von Rom nach Loreto. Und es ist interessant eben, dass Merton und Krakauer beide diese Passage zitieren, weil sie beide ein Unbehagen haben an den scientistischen Gewissheiten ihrer jeweiligen Disziplin oder der jeweiligen sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplin. Und ich glaube, auch das ist etwas, was dann wiederum ganz aktuell ist.
Ich würde jetzt Ihre Frage ganz noch als kurz, drei Punkte. Erstmal vielen Dank für die Veranstaltung, die ja vor Jahr und Tag von Professor Honnitz avisiert wurde. Ich habe immer mal dran gedacht, ich fand das eine sehr, sehr gute Idee. Also im Rahmen dieser Ginster-Veranstaltung jetzt kurz die, und die Mappe finde ich auch super, alle Referenten, top, guten Eindruck. Leider muss ich am Samstag in den Raum Celle, da ist eine Gruppenbesichtigung Bergen-Belsen, deswegen habe ich dann auch die Frage, gibt es von Krakauer überhaupt keine Äußerungen zu den Diskriminierungen gegen Juden, die ja schon sehr, sehr früh angefangen haben, zum Beispiel auch schon in den 20er Jahren, natürlich auch vorher, ein Punkt. Und dann, stopp, schnell. Ich glaube, wir können Sie hier oben nicht verstehen. Also vielleicht, wenn Sie Ihre Frage kurz und ohne Maske stellen würden. Es geht kurz gesagt um den Punkt erwähnen der Judendiskriminierungen und der noch schlimmeren Taten. Ja. Es ist ja sehr viel bekannt, dass in den 20er Jahren und auch davor schon die Diskriminierungen eine enorme Rolle gespielt haben. Ja. Findet sich da in seinem Werk gar nichts. Und dann wüsste ich gerne noch, was es mit diesem Don Quixote-Komplex auf sich hat. Beide Kollegen haben es ja erwähnt. Also Don Quixote gilt ja als eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur. Dankeschön. Ich glaube, das waren jetzt so gerade zwei Fragen. Wollen wir die eine jetzt aufnehmen, also diese erste? Antisemitismus. Ja. Ja, Siegfried Krakauer war ein Opfer des Antisemitismus. Er ist in einer Stadt wie Frankfurt aufgewachsen, in dem die Judengasse im Kopf nie abgerissen worden ist. Die Juden waren emanzipiert, aber wenn man seinen Freundeskreis sich anschaut, bestand der nur aus Juden. Und im Institut für Sozialforschung, die Gründungsgeneration, also nicht die ersten, aber die dann 1930 dort die Arbeit prägen sollten, das waren allesamt Juden. Und warum waren sie das Juden? Weil das der einzige Ort war, an dem ihr Judesein keine Rolle spielte. Ja, also Antisemitismus ist sozusagen eine Grundvoraussetzung der Conditia Humana eines Frankfurter Juden und er hat sich natürlich dazu geäußert, immer wieder und hat sich selber gar nicht als Jude identifiziert im Sinne von, ich bin Jude und dann bin ich noch das und das und das und das, sondern das spielte erstmal gar keine Rolle, aber es gibt einen einzigen Text, wo es dann doch eine Rolle spielt und zwar explizit eine Rolle spielt, wo er zum ersten Mal sagt, wir Juden. Das ist ein Text von Paris 1933, also kurz nach der Vertreibung, wo er die Frage stellt, warum ist uns das passiert? Ja, und das ist sozusagen der einzige Text. Ich weiß nicht, du untersuchst Ansgar. Ja, nee, okay, ich glaube, es gibt immer wieder eben natürlich Rückgriffe auf jüdische Motive und auf jüdische Geschichte, auf Mythen, aber ansonsten spielt es keine vordergründige Rolle für Krakauer. Antisemitismus natürlich immer. Willst du auch noch darauf? Also vielleicht ganz kurz, im Geschichtsbuch tauchen jüdische Motive durchgängig auf. Das ist das Ahasver-Motiv natürlich. Die Aufgabe des Historikers, sagt er, am Ende der Einleitung ist es, die 36 Gerechten zu identifizieren, von deren Handel das Schicksal der Welt abhängt. Und das ist eine alte talmudische Geschichte. Er schreibt sogar extra nach Scholem, um sicherzugehen, dass die Geschichte so stimmt, weil so firm ist er dann doch nicht. Aber und auch das Spiel mit der Heimatlosigkeit, dem Exil, dem Unbehaustsein, das im Buch eine zentrale Rolle spielt. Also das Buch ist kann man als ein sehr jüdisches Buch lesen. Und wenn man das mit den, wenn man so will, Verkehrskreisen ernst nimmt, also fast alle Namen, die ich genannt habe im Exil, Auerbach, Panofsky, Merton, waren jüdisch. Nicht alle natürlich, ne? aber die Schlüsselfiguren. Aber was sagt uns das? Ne? Ja, jetzt sind wir eigentlich vorbei mit der Zeit. Ich würde jetzt noch sagen, wir hatten eine Wortmeldung von Ihnen, Herr Reh, Sie waren noch und Sie hatten sich noch gemeldet. Jetzt können wir die drei Fragen noch kurz zusammennehmen. Sie machen die Schlussrunde und wir brechen einfach mittendrin dann ab.
Geht es bei Ihnen weiter? Danke, Herr van Raden, dass Sie mich da noch mal zu einer Erkenntnis gebracht haben. Es ist ja so ein Mythos, dass das jüdische Kapital für alles Schrecken heute ja wieder mit neuen Querdenkerbewegungen, das wird ja heute wieder sehr stark gebracht. Es kommt zweimal bei Krakauer in Chuck Offenbach und das Paris seiner Zeit der Begriff Lumpenproletariat vor. Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine marxische Erfindung. Klären Sie mich da anders auf, wenn ich mich täusche. Interessant scheint mir jetzt, das ist mir ad hoc durch Ihre Bemerkung gekommen, dass eben die Juden arm waren, Lumpen sammeln mussten. Ist das nicht auch wieder eine unbewusste marxische Abwertung seiner eigenen Herkunft? Der ist eben Jude gewesen. Wir nehmen das als letzte Meldung und ich frage nochmal eine Attacke gegen die Großtheorie. Also vielleicht, also ganz kurz, also über Marx kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Ich glaube nicht, dass das mit dem Lumpensammler und Lumpenproletariat für die beiden Benjamin und Krakauer eine wichtige Rolle gespielt hat. Wie gesagt, der Ausgangspunkt ist Baudelaire und damit spielen sie. Vielleicht ein Punkt, der insgesamt, glaube ich, für die Frage, gibt es eigentlich so etwas wie Siegfried Krakauers Fragestellung, so wie Wilhelm Hennes gesagt hat, es gibt Max Webers Fragestellung. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, sind Jörg Später und ich da ein bisschen skeptisch. Ich habe den Eindruck, wir werden heute Abend dann darüber aufgeklärt, ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass das Buch aus einer bestimmten Konstellation und aus einer bestimmten Emigrantenerfahrung und aus einer bestimmten Konfrontation mit einem liberalen Amerika entstanden ist. Und deshalb auch dieser Begriff, der jetzt vielleicht auch ein bisschen anstößig ist, des Cold War Humanist. Und dass das Cold War Humanists gewesen sind, die sich da austauschen. Dann sind die Querverbindungen zu Isaiah Berlin natürlich nochmal wichtig, Raymond Aron und so weiter. Aber ich glaube, dass das sozusagen der Siegfried Krakauer in Manhattan der 50er und 60er Jahre, der das Geschichtsbuch schreibt, ist natürlich noch Siegfried Krakauer, aber es ist nicht mehr die gleiche Person. Und er reagiert eben auch auf andere Erfahrungen und er ist sozusagen gegenüber Utopien und Sicherheiten und geschichtsphilosophischem Denken noch skeptischer, als er es bereits in 20er Jahren ist. Ich denke doch, dass es ein Grundmotiv gibt und das heißt bei Krakauer, was ist die Wirklichkeit und wie komme ich mit ihr in Kontakt? Ja, ich glaube, das ist ein gutes knappes Schlusswort, was wieder alle Fragen aufmacht, aber wir sollen ja nicht zum Ende kommen. Wir brauchen jetzt dringend eine Pause. Es geht heute Abend weiter mit dem Vortrag von Axel Honneth, ich glaube um 19.15 Uhr. Also wir können jetzt 45 Minuten etwas an die frische Luft gehen. Vielen Dank. Sehr herzlichen Dank.